Guten Tag. In der letzten Folge hat TikTok den Zahnarzt gehackt. Denn es gibt für einen erfolgreichen Shadowrun bzw. das Legwork nichts Wichtigeres als Zahndaten. Ein Beispiel. Aus der Anzahl der abgebrochenen Kronen lässt sich viel über eventuelle Schlägereien oder den Lebensstil Beziehung hier in Bezug auf Nahrungsmittel. Also was frisst der? Quasi Rückschlüsse so ziehen. Weiß es nicht mehr, wie ich den Satz angefangen hatte, aber der ergibt jetzt Sinn. Ein anderer Punkt ist, durch die Zahndaten kann man sehen, da, also zum Beispiel, wenn da ein Zahnbehälter drin ist, weiß man, aha, da ist jetzt bestimmt Ziankali drin. Oder Sprengstoff. Den wir da zerbeißen und dann bumm. Und man kann zum Beispiel noch, man kann Plack, hier, Körperpflege, ist ja auch ganz wichtig, das sieht man den Leuten ja nicht an. Sondern das erfährt man ja nur so. Also kein Run ohne Legwork und kein Legwork ohne Zahnarzt. Merkt euch das. So, auf jeden Fall hat er die Scheiße gehackt und dann war die voll unspektakuläre, oh, das ist eine dreckige Benji, was für eine Überraschung, der Spielleiter ist eh völlig bescheuert. Gut. Und jetzt wollen sie mit der quatschen. Bis zum nächsten Mal. Genau, viel Spaß und bleibt geil. Jut, ich bin von Rechts wegen verpflichtet, euch zu sagen, dass ihr euch auch darüber hinab aufklärt, dass Infizierte dieser Natur Probleme haben, nicht nur mit Sonnenlicht, sondern auch mit Silber und Holz. Ach genau, was ich dich noch fragen wollte. Bei unseren Recherchen über Banshees ist uns da auch bewusst geworden, gesagt worden, dass Banshees nur, also nicht automatisch alles infizieren, was sie berühren? Ja, klar. Okay. Das und dass der Prozess des Lebensraussaugens auch nicht etwas ist, was sie einleiten kann, wenn ihr mit ihr redet. Okay. Wie genau, lassen wir jetzt mal raus. Jojo geht einfach mal davon aus, dass sie das merken würde, wenn die Ische das bei ihr macht. Das ist nicht ganz sicher. Okay, ich würde trotzdem gerne Silber kaufen. In welcher Darreichungsform? Silberringe sollten reichen. Möchtest du mir einen Antrag machen? Dum, dum, da, da, dum, dum, nein, ich kann einfach zuschlagen. Na Jutti, zieh da mal 150 Yen ab. Du darfst dir die aber gerne aufschreiben. Willst du Namen eingravieren lassen? Zum Beispiel Freya. Nee. Achso. Das sollten schon Herrenringe sein, wo es nicht. Dann, wie wär's denn mit Vlad? Nein, danke. Ohne Gravur. Einfach schlicht nur aus Silber. Na, Jutti, okay. Kaufst du ja Silberringe. Vlad und Kaban 2082. Jutti, wie sieht denn jetzt genau eure Planung aus? Ihr wartet da drin, ihr wartet, bis sie rauskommt. Dann geht es wie weiter, Fragezeichen. Na, wir wollen sie erstmal auf der Straße abfangen, um dann irgendwie einen Platz oder eine Möglichkeit zu finden, mit ihr zu sprechen, weil wir das für sinnvoll erachten, als in den Laden reinzurennen und dann mit ihr reden zu wollen, wenn ihre Sicherheitsdudes da sind. Und wir hoffen einfach, dass sie vernünftig genug ist, jetzt nicht übelst Rabatz auf der Straße zu machen, sondern sich dann in Ruhe mit uns zu unterhalten. Wo möchte sich der Taschenelf zu diesem Zeitpunkt befinden? Ihr habt das wahrscheinlich bei der vom Laden ungefähr vor, ne? Ich sag mal, wir können uns auch einfach dann zur Not mit ihr nach oben in die Wohnung gehen, wenn sie da sich mit uns unterhalten will, denn das ist ja nur eine bla gemietete Wohnung, die sofort gekündigt werden kann. Und der Taschenelf kann halt sonst ins Sarghotel gehen oder so. Ich will mal halt erstmal irgendwo einen Platz, wo ich euch dabei sozusagen sehen kann, müsst ihr die Umgebung. Falls oder irgendwas wir lassen passiert. Dich im Bumsbulli. Oder wir reden mit ihrem Bumsbulli, wenn sie vernünftig genug ist, mit uns in den Bumsbulli zu gehen. Steige niemals bei Fremden ins Auto. Das ist richtig, aber geh niemals mit Fremden irgendwo hin. Wir können uns auch auf der Straße mit ihr unterhalten, das ist erstmal egal. Es ist halt die Frage, ob sie das will. Nee, du kannst im Bumsbulli kann er warten oder im Sarghotel oder so.
Dann würde ich den Bumsbulli nehmen, dass ich im Zweifelsfall halt immer noch in der Nähe bin, wenn irgendwie die Scheiße ganz den Ventilator Ja. trifft. Ja. Da kannst du bist du wenigstens mobil. Ich kann wegfahren. Ich höre Kaban. Hilfe, haltet aus. Hast du vor, dem Hacker Zugriff auf deine Drohnen zu gewähren? Ich habe das nur zufällig so betont. Das hatten wir so abgesprochen, ne? Ja, hatten wir so abgesprochen. Ich überlege gerade auch, dem Hacker zu zeigen, wo die Maschinenpistole liegt. Der kann das Ding noch gar nicht hochheben. Ich sag mal so, wie soll er das denn bedienen? Der Also braucht hoch drei kriege ich Finger, ihn um noch, den aber beim Abzug zu Abspritzen drücken. könnte ich ein bisschen Probleme bekommen. Ach, der Jetzt ist doch Rückstoß schmettert egal. ihn an die nächste Wand. Ich könnte ihm auch natürlich ein Messer in die Hand drücken. Für ihn ist das halt ein halbes Schwert. Und im Nahkampf sind Hacker unbesiegbar, aber. Machen wir es kurz. Wir sind ja noch relativ früh am Tag. Ich mache mich eben bei meiner Butze vorbei, hole meine Bleispritze. Die hast du dort in der Umgebung, kannst du die Bellspritze immer dabei gehabt haben, das ist easy. Ja, die hatte ich aber beim ersten Tag nicht mitgenommen. Da erinnerst du dich dran. Ich hatte nur mein Messer dabei. Na klar, weiß ich das noch. Siehst du, deswegen hole ich die Röhre Muss ich noch. nochmal eben gucken, wie die alte hieß. Das habe ich natürlich jetzt gerade wieder weggemacht. Madame Papillon, bitte. Nee, die hatte auch einen anderen richtigen Namen, einen bürgerlichen Namen. Es ist immer schöner, mit einer Dame zu sprechen und ihr dann zu sagen, hier, pass mal auf, wir haben ein paar Infos über dich. Olieta Straslov. Straslov, okay, Frau Straslov. Straslov. Mit Mit A. A? Mit A. Okay, Frau Straslov. Wunderbar. Jutti, ich glaube, das waren alle Dinge, die ich wissen wollte. Jutti. Aus Gründen der unbedingten Bedingtheit. Ihr seht auch, es ist Winter, scheiße. Doch. Als noch dann, ne, ihr wartet ja eine Weile, bis das jetzt alles passiert. Da kommt dann auch mal eine Nutte raus und geht eine rauchen. Und hat auch Mundwasser. Nein. Aber die geht eine rauchen und die zieht sich der ersten Mantel drüber, während sie schon in eurem Kamerabereich ist. Die hat natürlich Schmetterlingstattoo auf dem Rücken, ne? Also die hat da Ah, lol. so ein Spaghetti-Shirt an und da ist einfach, ne, wie Billy. Ne, Billy hat eine Libelle, scheiße. Na, Judy. Das nur als Zusatz. Ihr wartet echt lange. Naja, teilweise kommt es ja auch erst sehr spät daraus, so. Jetzt war 5 Uhr morgens. Ich sag mal, die verträgt die Sonne nicht so gut. Ja. 23:47 Uhr. Passiert nichts. Naja, wir sehen ja, wenn sie aus ihrem Puff rauskommt, dann ist sie ja noch nicht auf der Straße. Aber 23:48 Uhr kommt sie raus. Dann gehen wir runter, sodass wir sie irgendwie. Gibt es da eine Möglichkeit, sie abzufangen, sodass sie nicht direkt mitten im Gewühl ist? Wenn sie dieselben Wege geht wie die letzten Tage, soweit ihr das beobachten könnt, dann ist sie nicht im unmittelbaren Gewühl. Okay. Ich meine, es ist immer noch Dann. einigermaßen öffentlich, aber ist okay. Ja gut, aber das ist besser, als wenn wir da versuchen, wenn wir dezent sein sollen, in ihren Puff reinzubumsen. Ach so. Dann würfel doch Ja. mal bitte beide nochmal ihr Bräuche. Kann ich? Das sind Gerüchte. Ja, es geht auf Charisma, ne? Sigi. Drei Erfolge. Na sicher. Das ist so deprimierend. Jutti, also ihr wartet sie. Folgt ihr. Sie wird sich umsehen ab und zu. Öfter als sonst. Ungefähr in eure Richtung. Na, irgendwann also wir wollen sie dann schon irgendwann wirklich abfangen, ne? So ist es Wenn nicht. ihr euren Schritt beschleunigt, wird sie ihren Schritt etwas schneller beschleunigen. Wenn ihr das weiterhin tut, wird sie in eine U-Bahn-Station, also scharf abbiegen und den Weg in eine U-Bahn-Station suchen. Wie weit ist sie weg von uns? 7,5 Meter. Naja, Jojo wird. Es sind sehr viele Leute in der Umgebung. 9. Unten um die Uhrzeit U-Bahn. Na, da wird nicht so viel los sein. Na, Mann, bevor ist sie dumm. sie. Ja, stimmt schon. Na gut, Jojo wird halt irgendwann.
wenn jetzt nicht direkt neben ihr ein paar Leute stehen, irgendwie meinen Rostraslav auf ein Wort bitte. Sie wird kurz zusammenzucken, wird sie nicht machen, habe ich mich geirrt, und wird runtergehen. Wie runtergehen? Na, in die U-Bahn-Station. Mhm. Jojo folgt ihr. Ich folge Jojo. IoT. Na, die geht da halt jetzt runter. Es wäre zu ihrem Vorteil, wenn sie kurz anhalten würden. Es geht nur um ein Gespräch. Dann wird sie sich umdrehen. Da unten ist halt echt relativ wenig los. Ich behalte ungefähr einen Meter Abstand zwischen mir und Jojo quasi. Wenn sie sich halt umdreht, dann verlangsame ich halt meinen Schritt, sodass Jojo vorgehen kann. Deeskalieren quasi. Das, ne? Ich halte mich im Hintergrund heute. Na, Jojo hat auch keinen aggressiven Gesichtsausdruck. Also, sie ist... Warte mal kurz, mir fällt was ein. Sag mal, du bist doch mit Infizierten richtig gut. Du liebst sie doch, seitdem du irgendwie von Emilie gefoltert und wiedergelebt wurdest. Und Kaban dir die Gelegenheit genommen hat, ihn zu quälen. Ich wollte ihn nicht quälen. Ich wollte mir nur zurückholen, was er mir weggenommen hat. Ich sag mal, das ist jetzt einfach Wortklauberei. In jedem Fall los. Willst du nicht mal vielleicht Selbstbeherrschung würfeln? Die ist auch infiziert. Cool ist was anderes als ein Banshee. Also ich finde, du kannst mal eine Selbstbeherrschungsprobe plus 2 würfeln. Weil du weißt, dass du dich nicht sofort ansteckst. Deli, wie ist denn eigentlich deine Meinung zu Infizierten? Du bist doch mit der gar nicht so gut, ne? Nee. Willst du auch mal? Nö, man sieht mir das an. Und das können wir kürzer machen, okay. Also man sieht mir das definitiv an, dass ich nicht glücklich bin über das, was ich weiß über sie und wer sie ist. Ich bin auch nicht glücklich, dass Angst oder Hass? Missbilligung in Richtung Jojo, dass sie mit ihr reden will und definitiv Vorurteile gegen die Banshee. Also es ist noch kein aggressiver Hass, aber es ist nicht gut. Also ich mag sie nicht. Definitiv nicht. Ich würde sagen, ich ruhe in mir wie ein tibetanischer Bär im Winterschlaf. Was ist dein mentales Limit? 6. Also. Also alle, ich habe, sicherlich fühle ich mich nicht wohl, weil es eine Banshee ist, ja, und weil sie infiziert ist, das ist klar, aber. Okay, du hast 6 Erfolge, du kannst machen, was du willst, man kann es ja mal probieren. Ja, bitte. Guten Abend. Wollen wir uns hier auf der Treppe unterhalten oder ist es Ihnen lieber, wenn wir vielleicht ein bisschen zur Seite gehen oder in eine ruhigere Ecke? Das wäre mir sehr lieb, ja. Gut. Jo, geht in eine ruhigere Ecke. Mhm. Eine dunkle. Es riecht nach Pisse. Wie gesagt, ich bleibe in der Nähe, aber auf Abstand. Gut. Um es kurz zu machen, mir beziehungsweise uns, sie lässt jetzt auch einen kurzen Blick auf das Tattoo erhaschen. Ist vor kurzem zu Ohren gekommen, dass einige Dinge verhältnismäßig merkwürdig sind, die da bei ihnen ablaufen. Sie scheint mit dem Tattoo nichts anfangen zu können. Als Jojo das bemerkt. Oh, ich sehe, sie scheinen nicht zu wissen, wovon ich spreche. Gut. Einige unserer Anwohner aus dem Nachbargebiet, auf die wir hin und wieder mal achten, haben uns berichtet, dass es hier ein paar merkwürdige Sachen gibt und wir sehen uns natürlich in der Pflicht. Wenn ich von wir spreche, meine ich
die Falcons, nachzusehen, was da los ist. Das habe ich jetzt getan und denke, dass ich mir doch einigermaßen ein Bild machen kann über das, was bei Ihnen passiert und auch über Ihre Situation. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass Sie für bestimmte Dinge sorgen müssen, würde es allerdings sehr begrüßen, wenn Sie sich in Zukunft ansehen würden, woher Ihre Kunden kommen, beziehungsweise wenn Sie Ihre speziellen Bedürfnisse nicht an Kunden stillen würden, die aus dem benachbarten, was ist das, westlich von da, wie auch immer. Nördlich. Die aus dem nördlicheren Teil von Juschneue kommen. Es geht mir nicht darum, dass ich Geld oder irgendetwas anderes von Ihnen haben will. Da habe ich kein Interesse dran. Ich weiß auch, dass sie sich mit der Polizei einigermaßen gut stehen, zumindest solange sie der Polizei nützlich sind. Ich denke, Ihr Arrangement mit der Polizei wird so laufen, dass die hin und wieder auf Sie zukommen und etwas von Ihnen haben möchten, das magischer Natur ist. Und die dafür im Gegenzug dann ein bisschen auf das achten, was bei Ihnen passiert und Sie gewähren lassen. Liege ich da richtig? Ich denke, das hat für dieses Gespräch keine Bedeutung. Gut. Sie lächelt ein bisschen. Sie nicht. Es wäre, denke ich, in beiderseitigem Interesse, wenn wir eine Einigung bezüglich unseres weiteren Verhältnisses treffen könnten. Die eine Möglichkeit ist, es ist nichts passiert und Sie achten einfach darauf, bei wem Sie Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Die zweite Möglichkeit ist, wir erinnern uns daran, dass es Sie gibt und dass wir eine Einigung mit Ihnen haben, wenn Sie mal ein Problem haben sollten. Sie erinnern sich aber dann auch im Gegenzug daran, dass wir eine Abmachung haben, wenn wir mal was brauchen sollten. Und wir wissen beide, dass die Polizei zwar zuverlässig ist, aber auch nur so lange, wie man ihnen, wie sie denen nicht im Weg sind. Oder die eine Möglichkeit brauchen, einen Sündenbock für irgendwas zu finden. Der Vorschlag ist also, dass ich neben einer Abhängigkeit zur Polizei eine Abhängigkeit zu einer Gang aufbaue. Was sich beides ziemlich beißt, weil die Polizei bestimmt gerade im Moment nicht sehr erfreut davon ist. Und davon habe ich im Wesentlichen nicht viel, weil ich nicht mal in eurem Turf bin. Das ist richtig. Abhängigkeit würde ich das auch nicht unbedingt nennen. Es geht darum, dass Sie gegebenenfalls, sollten wir mal was brauchen, sich einfach nur daran erinnern und wir dann auch im Gegenzug was für Sie tun. Wenn Sie das nicht möchten, ist das Ihre Sache. Sich an etwas zu erinnern heißt Schuld, nicht wahr? Nein. Sich an etwas zu erinnern heißt nicht Schuld. Sich an etwas zu erinnern heißt, wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie uns an. Sich an etwas zu erinnern heißt also Respekt. Merkwürdig in dieser Situation, findest du nicht auch? Nein, finde ich nicht. Mir war nicht bewusst, dass einige meiner Kunden aus dem Turf eurer Gang kamen. Das weiß ich. Deswegen bin ich hier und rede mit dir. Wenn wir jetzt beim Du sind. Deswegen versuche ich... Alles Weitere ist, denke ich, völlig inakzeptabel. Alles klar. Das liegt bei dir. Also machst du dir demnächst bewusst, wo deine Leute herkommen? Natürlich. Gut.
dann? Vielleicht sollte ihr euch aber auch da erinnern. Sie kotzt einen kleinen Schmetterling aus. Vielleicht solltet ihr euch aber auch daran erinnern, wo eure Grenzen sind. Ich weiß, wo unsere Grenzen sind. Scheint mir nicht so. Doch, mir schon. Wenn jemand von unseren Leuten ein Problem hat und sie wir eine Abmachung mit ihnen haben, dafür Sorge zu tragen, dass ihnen nichts passiert, gucken wir, dass ihnen nichts passiert und wenn, dann warum. Und wenn du der Grund dafür bist, dann versuchen wir mit dir die Sache zu klären, ganz einfach. Wenn du keine Lust hast, in irgendeiner Form eine Abmachung zu treffen, dann ist das deine Sache. Dann ist dieses Gespräch das letzte, das wir führen, sofern es keine Probleme gibt. Ansonsten müssten wir unseren Leuten den Grund dafür nennen, weswegen sie besser nicht mehr zu dir gehen. Und ich glaube nicht, dass du das möchtest. Deine Leute habe ich selbstständig abgewiesen, als ihre Zeit gekommen war. Das ändert nichts daran, dass... Deinen Leuten ging es einen Teil ihres Lebens gut, was man nicht vor dem Zusammentreffen mit mir sagen konnte, oder? Sag mir bitte nicht, dass ihr in eurem Turf auch darauf achtet, dass die Leute sich wohlfühlen. Und sie haben sich sehr wohl gefühlt. Und das liegt nicht daran, was ich in irgendeiner Form tue, was außergewöhnlich wäre. Du meinst, du stiehlst ihnen ihre Lebensenergie. Ich hab's gesehen. Und das hat damit nicht viel zu tun. Ich kümmere mich um Menschen, die zu mir kommen und um die sich niemand kümmert, auch ihr nicht. Bitte tu nicht so, als wärt ihr der Messias. Bitte komm nicht mit dieser Arroganz, dass ihr euch um eure Leute kümmert. Ihr schert euch genauso einem Dreck um sie wie jeder andere auch. Was ich vermittle, ist eine Illusion davon, dass sich jemand kümmert und davon, dass sie mal glücklich sein können. Davon, dass sich jemand ihrer Probleme annimmt. Und ja, dafür nehme ich einen Teil ihrer Lebensenergie. Allerdings ist ihr Leben... Oh, bitte. Wissen Sie immer, in welches Verhältnis Sie sich begeben, wenn Sie mit euch Kontakt haben? Was mich nicht stört, ist, dass du hierher kommst. Was mich nicht stört, ist, dass du mich darauf hinweist, dass ich Fehler gemacht habe, weil ich meine Grenzen überschritten habe. Was mich stört, ist deine Arroganz, mit der du das hier vorträgst. Pass auf. Dann... Hör auf, dich in deinem scheiß Selbstmitleid zu suhlen. Komm mit deiner Situation klar, das Gespräch ist hiermit beendet. Das ist alles in Ordnung, aber halt mir keinen Vortrag darüber, dass ich mich arrogant verhalte, wenn du hier vor mir stehst und meinst, mir sowas sagen zu müssen. Alles klar? Du weißt doch, die den Vortrag gehalten hat, aber wir wollen nicht in einen klassischen Katzenkampf. Nein, das werden wir auch nicht. Sie lächelt. Das ist nicht der Ort dafür. Zu wenig Pudding. Schön, dass dieses Gespräch beendet ist. Auch das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jojo geht. Kaba, da schießt sie! Ich war teilweise kurz davor, eine Waffe zu ziehen. Nein. Ich warte, bis quasi Jojo auf meiner Höhe ist und gehe dann halt erst rückwärts quasi von ihr weg. Und dann halt drehe ich irgendwann auch den Rücken zu. Okay. Sie guckt natürlich eher Jojo nach, weil, also, tut mir echt leid, mein, aber der Bodyguard, der wird selten beachtet. Ich weiß. Und sie ist halt schon erregt. Das gehört ja auch zu ihrem Job. Du siehst halt so einen kurzen, grimassenartigen Gesichtsausdruck drüber huschen, der auf jeden Fall ziemlich unangenehm ist. Wirklich ziemlich unangenehm so für normale Menschen. Das war ja erfolgreich. Geklärt ist geklärt. Okay. Wer nicht will, der hat schon. Hatte sich El Grande nicht da mehr von versprochen? Es hätte sein können, aber muss ja nicht. Gut. Die Bullen werden sie irgendwann fallen lassen, also... Dafür ist es viel zu gefährlich, dieses Arrangement viel zu gefährlich für die Bullen auf Dauer. Ich gehe davon aus, dass die Bullen vielleicht sogar nicht wissen, was sie ist. Das kann sein.
Der Preis, den die nämlich bei den Bullen bezahlt, ist einfach lächerlich dafür, dass sie ihr dafür den Arsch retten müssen. Ja. Okay, wir ziehen uns halt quasi zurück und ja. Ich gucke noch zwei, dreimal hinter mich, ob die mich verfolgt oder uns verfolgt. Du siehst sie nicht, aber die Ecken wirken irgendwie dunkel. uncool. Das ist okay. Und manchmal, wenn dir halt irgend so eine Menschenmasse entgegenkommt mit random Dudes, dann schleicht sich manchmal so ein komischer, verzerrter Ausdruck über deren Gesichter. Wie werden verzehrt? Junge, jetzt machst du mir mal. Ja, wenn du genauer hinguckst, ist der gar nicht da. Das ist halt eher das Gefühl und so aus dem Augenwinkel, keine Ahnung, halt Grimassenart. Ich will nicht sagen unmenschlich, aber ich will auch nicht sagen menschlich. Irrsinn 2. Hey, 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 hey. Falsches System. Richtig. Aber eine gute Beschreibung für das, was es letztendlich ist oder was du da zu beschreiben versuchst. Es klingt aber fürchterlich profan. Danke. Ich Bitte. gebe mir mal Mühe. Afka? Mimi. Mimi, Mimi, Mimi. Das ärgert doch unseren Spielleiter nicht so. Der braucht das auch mal. Ah. Der braucht Wie auch hat mal ihn seine 2, 3 Minuten. exorziert? Also, ich habe kein Wanderzott-Stöhnen hier drauf. Das muss man irgendwann noch ändern. Scheiße, ich hab drüber gelacht nochmal. Ja, der muss notieren. Ihr gelangt zurück zum Bumsbully. Ja, wir räumen die Wohnung aus. Nehmen alles Krams mit, was wir irgendwo verteilt haben und Putzt nochmal. Und dann fahren wir in eine Bar. Ich bestelle mir ein Bier. In welche Bar sind wir gefahren? Ins Zwölf? Sie wollten, ja, warum nicht? Also. Ich habe keine Ahnung. In welche Bar fährt Kaban jetzt? Die von Gandhi. Ja. Das Zwölf. Ja, toll, ja. Ihr kommt rein. Ihr geht zur Bar. Gandhi wirft euch einen kurzen Blick zu, wirft euch einen längeren Blick zu, winkt Jojo ran, geht ein paar Schritte weg. Jojo geht hin. Jojo, ich sag dir dasselbe, was deinem Bruder gesagt habe, und ich hoffe, es hat nicht denselben Ausgang. Keine Kinder in dieser Bar! Da ist kein Kind. Ich hasse mein Leben. Sehr schön, der wird das wahrscheinlich auch die halbe Bar Ich weiß, der schreien. sieht nicht so aus, aber es ist tatsächlich kein Kind. Nee, der ist schon sehr reif für sein Alter. Nein, der ist nicht sehr reif für sein Alter. Ich weiß, dass er aussieht wie 12 oder 13 oder 10, keine Ahnung, aber er ist tatsächlich älter. Der ist älter als ich. So asozial hier ins ein kleines Kind, das ich nicht kenne, mit reinzunehmen, bin ich dann doch nicht. Also, es ist nicht meine Art, aber heute wird hier eine Sinnkontrolle stattfinden bei der Bezahlung. Die kannst du dir auch nicht vorstellen. Ich zittere, ich Jojo zittere. winkt TikTok ran. Mach ich da hin? Klärt das unter euch? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Sag mal. Yep. Wann war denn der Crash 2.0? 63? Und wie Um alt genau zu willst du sein, am sein? 7. November. Hast du in der Schule gut aufgepasst? Wie alt willst du sein? 32? Ach Dreh mich so. mal ins Profil, nehme die Kapuze vom Pulli ab und wackel mit meinen spitzen Ohren. Keine Haare am Sack, aber am Puff drängeln. Was ist hier los? Ich bin der Taschenelf. Das erklärt wenig. Aber dass ich so aussehe, obwohl ich hier so alt bin. Nee, ach so, eine Genkrankheit. Wenn du so willst.
Ja, scheiße. Du wirst verstehen, dass wenn du jetzt das erste Bier ausgibst für die Leute hier, die du mitgebracht hast, oder die dich mitgebracht haben, dass bei dem Bezahlvorgang ausnahmsweise mal eine Sinnkontrolle aktiv sein wird. Ja, ja, mach mal. Na, Jutti. Hier hast du Bier. Jut, hast du aber Stärkeres? Na, ich sage, ich gucke erstmal, was mir der Bezahlvorgang meldet und dann können wir drüber reden. Okay. Das stärkere Tor, das lässt du dir dann von dem dicken, fetten Ork ausgeben, der hat es. Na, hoffentlich nicht unter den Achseln. Da auch. Okay. Tatsache 32. Na, man muss immer auf Nummer sicher gehen, das ist hier eine ordentliche Bar. Merke ich schon. Haut euch hin. Hängematten sind frei. Viel Spaß. Danke. Danke. Ha! Da gibt's nichts zu haben. Doch. Julio ist nicht mehr das Kleinste hier. Ich sag mal, ich weine die Tears of a Lonely Viking. Warum? Ich weiß auch nicht. Es macht mich alles so fertig. Was? Alles. Alles. Ja. Alles klar. Weil der noch mit 32 so aussieht wie 12. Ich weiß auch nicht. Ja, wie heißt denn überhaupt? Taschenelf. Ja, Taschenelf. Da tut mir leid. Hier hast du einen Schal. Schön. Er ist gerade. Was? Naja, es ist echt schon ganz schön Zeit vergangen jetzt. Die Skills verbessern sich. Kannst du mal sehen. Supi. Da hast du dich aber vertan in der Masche. Nö, nee, ist okay, dass du mich auf Fehler hinweist. Man hätte es belassen können, weil die Skills haben sich verbessert und nicht, ist aber immer noch scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass es scheiße ist. Ich habe nur gesagt, dass du hier eine Masche hast fallen lassen. Das ist auch kein Fehler. Das ist ein Qualitätszeichen. Sprich von Handarbeit. Das stimmt. Aha, genau. Das hättest du mal sagen können. Maschinen liefern nur Perfektion und die haben aber keine Seele. Dieser Schal hat Seele. Okay. Willst du es zu der guten Dame bringen? Was? Willst du den Schal zur guten Dame bringen? Hä? Von gerade eben? Ach so, nee. Wenn der Seele hat. So? Das klingt nach Wortwitzen, an denen ich jetzt nicht mehr teilnehme. Viel Spaß mit eurem Bierchen, wenn ihr was Neues wollt. Dann tippt euer AR, ah ja, ist jetzt wieder an. Ist jetzt wieder, also ich habe alles wieder reinstalliert und dann passt es. Ich habe sogar eine Servierdrohne. Die benutze ich aber nicht, denn die hat auch keine Seele. Eben. Das ist böse, so ein seelenloses Krams. Ja, ja. Außerdem verschüttet die kein Bier auf den Tisch. Na, Juri. Achso, an den Männers. Mhm. Geht mal aufs Frauenklo. Warum? Sag mal, vielleicht hat mir einer Pissbecken vollgekotzt und war ein Stückchen drin. Mhm. Ich sag mal, der hat es aber bis zum Pissbecken das zu schaffen, seinen Mund zuzulassen, war nicht mehr möglich. Das war so ein Strahl, der ergießt sich quasi direkt, wenn du reinkommst, bis rein. Ich habe schon verstanden. Sprich, ich brauche die Schwimmflügel, ja. Ja, der hat Sachen gegessen, du machst ja keine Vorstellung. Oh doch, ich kenne die hiesige Küche. Was soll das denn heißen? Ja, ich hab dieses komische Aztec-Zeug mal. Nein, also. Ich will nicht, was man davon kotzen muss. Mein Anus, Alter. Ja. Nee, aber der hat irgendwie Trockenfisch in Mengen gegessen. Nee, ich weiß auch nicht genau. Der riecht aber dreimal. Alter, das ist so widerlich. Und dazu Wodka Ahoi, das schäumt ja auch. Da fühlten sich die Fische gleich wieder wohl. Wahrscheinlich. Vielleicht sind sie auch deshalb abgekratzt, da war zu viel Luft im Wasser. Man weiß es nicht so genau. Ich spüre meinen Ekel mit Bier runter. Na dann, cheers. Runter damit. Prost. So, ich würde sagen, Mission accomplished, oder? Ja. Mission accomplished.
Ja, das Paket in der Woche heftig mal ab für schlechte Zeiten oder so. Hä? Das Datenpaket von, weiß schon wo. Ach so. Ne, vom Eine Kopie. Fresse-Kleppner. Naja, aber eine Kopie davon hätte ich trotzdem gerne. Jo. Falls sie mal wieder sich in der Hausnummer irrt, wa? Ja, falls mal sich jemand in der Hausnummer irrt, falls die Gute irgendwie doch beschließt, an falschen Stellen ihr gefeiltes Maul aufzumachen oder vielleicht mal einmal zu viel rumkreischt. Ja, es wäre Ruhestörung. Richtig. Nee, kein Ding. Oder auch, falls sie mal irgendwie, keine Ahnung. Ja, genau. Was? Wenn wir mal eine Musste Freikarte zum Puff brauchen. Sopranos zitieren, ging nicht anders. Ja. Vielleicht auch einfach, falls die gute Dame irgendwie einem doch noch mal echt beschissen kommt oder die Bullen uns mal echt beschissen kommen. Ich sag mal, so mit einer Banshee zusammenzuarbeiten, ist für keinen Bullen was Gutes. Ja, das stimmt. Und wenn sie nicht will, dass man sich an sie erinnert, dann könnte man vielleicht auch mal kurz vergessen, dass man mit ihr gesprochen hat. Jo. Gut, das klärst du dann aber. Natürlich. Weil die Gegner Ah. sich beschweren. Kriegt sie die Alien-Analsonden von der hiesigen Seuchenkontrolle irgendwo rein? Da sprichst du nicht mehr so deutlich. Weißt du, die 30-Gramm-Regel. Genau, die Alien-Analsonden. Was hast du jetzt Ja. eigentlich vor? Willst du hier bleiben oder willst du woanders hin oder? Buh. Also ich werde wohl erstmal eine Weile hier bleiben. Ich habe zwar eigentlich noch an einer Stelle so eine Baustelle, um die ich mich kümmern müsste, was das Problem ist, dass ich im Augenblick überhaupt nicht weiß, was, wie soll ich sagen, in meinem alten Turf abgeht. Die Sache ist halt die, dass die Nummer, wegen der ich hier bin, deswegen, weil die in den Ventilator geknallt ist, weil die von hinten aufgedröselt wurde. Ich weiß halt im Augenblick Das ist schlecht. nicht, welche Leute bei mir noch, wie soll ich sagen, auf meiner Seite sind und oder gecasht wurden oder was auch immer. Im Augenblick, naja, Füßchen stillhalten. Das heißt, du bleibst jetzt erstmal ein paar Wochen hier und guckst dann weiter, oder was? Ja, werde halt in der Zwischenzeit mal so ein leises Ohr in die Richtung halten, gucken, was ich an Nachrichten kriege. Aber dann das Problem ist, dass ich im Augenblick, wie soll ich sagen, mein ganzes Adressbuch konnte ich erstmal auf Hold stellen. Okay. Schlecht. Ja, das ist halt das Problem. Also die Geschichte ist die, ich hatte mir dann zwar auch eine andere Exit-Strategie begeben lassen von zu Hause, die hat sich aber als Falle erwiesen. Schön. Ist möglich, dass sie entweder da einen gecached haben, der dann das abgegriffen hat, ja, oder es war halt jemand von zu Hause, der, wie soll ich sagen, die Falle vorbereitet hat. Du ziehst so ein bisschen die Augenbrauen zusammen, als du das erzählst. Hätte sich die blöde Schnalle in dem Auto nicht verquatscht, dann wäre ich wahrscheinlich sogar, hätte es aber gefunktioniert. Puh, hast ja Glück gehabt, ne? Ja, manche Leute haben halt doch mehr Chrom und Muskeln als Verstand. Das stimmt allerdings. Da kenne ich noch so jemanden. Ich Die auch. war seltsam. Ich hoffe, du meinst dieselbe Frau, die ich meine. Ach so, nee, ich habe jetzt nicht von einer Frau geredet. Arschloch. Sie schmeißt dir ein Luftküsschen zu. Ja, ist okay. Deinen Kannst du Arsch mich werde ich noch retten? einmal retten. Genauso oft, wie ich deinen rette, meinst du? Ja, es ist ja, ne? Also theoretisch bin ich jetzt wieder dran.
Stimmt. Das muss Liebe sein. Tief und inniglich. Hm. Na gut. Also mir gefällt es irgendwie nicht, dass das Ding dann noch weiter rumrennt, aber okay. Wenn es keinen Stress macht, ist alles gut. Ich sag mal, solange sie keine Probleme macht, Sie frisst ja nur Menschen. Sie knabbert. Sie bringt sie nicht um. Ich sag mal so, ja, du willst gar nicht wissen, was teilweise die Sachen, die Leute so als Futter verkauft wird, mit der Essenz macht, dass das noch fast liebevoll. Also ich sag mal, sie bringt sie nicht um und das, was sie mit den Leuten macht, würde ausgeprägtes Cyberware auch machen. Also ich sag mal, der Typ sah, was das anging, nicht beschissen aus als du. Ja, aber ich habe das mir frei entschieden, dass ich das zu einem gewissen Nutzen weggebe. Ja, ich sag mal, ich stehe nicht unbedingt auf die Alte. Davon mal abgesehen, aber es ist jetzt auch nicht so, als könnte ich so unbedingt hart verurteilen, was sie macht. Und du auch nicht. Hm. Hm? Man tut, was man tut, tun muss, um zu leben, ja. Nicht nur, ich sag mal, Comlink und so. Sie grinst. Na gut. Ja. Mal. Ne? Es war einmal. Das hat sich auch gelohnt. Ja, ich weiß. Ich sag nur, ich verurteile das nicht, was sie macht, weil ich weiß, dass ich auch Dinge durchziehe, die genauso beschissen sind. Und du auch. Mhm. Und ich sag mal, ich kann, wie gesagt, ich stehe nicht auf die Alte, aber ich kann ihren Grund dafür irgendwie schon irgendwie nachvollziehen, so. Du musst ja auch nicht jeden Kampf kämpfen. Das stimmt. Ich order mal ein paar kurze. Mach das. Nicht für mich. Er ordert zwar sich selbst, also. Dann order ich für Jojo einen großen Eistee. Gut, kein Ding, bringt er euch wenig später. Sag mal, Wandi. Ja. Ist ja ungefähr anderthalb, also dein Charakter wiegt ja ungefähr anderthalb Kilo, grob überschlagen, ne? Also vielleicht sind es ja. Auch 48.000 Gramm, aber vielleicht weniger. Und du weniger hast ja mit nicht, Sicherheit. Du hast ja nicht diesen, ich musste doch aber jetzt die 48 einbringen. Du hast ja nicht mehr diesen Zwergenvorteil, dass du viel verträgst, ne? Ja, aber Konsti 3, da passt schon was. Achso, du hast ja Konsti 3, ich habe überhaupt nicht gesagt, Alter, ihr kriegt eure Schnäpse. Dann ist er ein breites Kind. Stabile Knochen. Er ist halt sehr gesund. Ich sag mal, Polen können ja auch saufen. Ja. Der hat das mit der Muttermilch aufgesogen. Dann wiegt kann. Der vielleicht doch genauso viel wie Jojo. Nein. Okay. Konsti ist ja genauso wie Charisma nicht gleichzusetzen mit Gewicht. Quasi. Also ich sag mir, er kann von der Größe halt nicht so viel wiegen wie du. Und dann bist du eine Frau, aber trotzdem. Die Eier auch allgemein... nicht, seine Eier sind ja nicht so schwer wie Kabans. Ich weiß ja nicht, wie er gebaut ist oder wie das bei ihm mit Stärke und allem aussieht. Naja, Stärke eher 2. Hm. Er ist ein Lappen. Aber sportlich ist er auch nicht. Aber Neotenie gibt schon vor, dass du ja kindliche Gestalt hast. Deswegen ist er nicht so schwer wie Jojo. Naja. Also an die Jojo wiegt ja auch nichts, ne? Jojo wiegt, warte, die wiegt knapp über 40 Kilo. Ja, okay, dann habe ich mich entschieden, dass es völlig irrelevant ist. Er kann auf jeden Fall noch den Knaps vertragen. Ja. Danke, Papa. Gern geschehen. 40 Kilo, das ist doch eigentlich mal ein bisschen wenig. Nicht 40, sondern die wiegt, glaube ich, so, weiß ich nicht, 41, 42. Also sie ist so gerade eben noch im Normaldings. Ey, Deli, die wiegt doch nicht 40, das ist ja wirklich Quatsch. 41, 42. Ich hab's irgendwann mal berechnet. Sie ist so gerade eben noch im Normalbereich. Mit dem hervorragenden Body Mass Index, der ungefähr so sinnvoll ist wie meine Schätzung? Ja. Okay, ich verstehe. Ungefähr. Also sie ist so gerade eben noch im Normalbereich. Es ist so ein bisschen formabhängig, je nachdem, wie sie drauf ist.
Super. Au, Backe. Leicht ja, zu zusammengenommen wiegen wir ein halbes Kabanei. Ja, so ungefähr. Wir sind zusammen vielleicht ein halbes Kaban. Ich habe auch Bowls of Steel. Ja, und brauchst du mir den Sackkrabbel wegzuschieben. Sicher. Exakt, gut. Schon wieder einer Meinung. Ja. Also es wird sich geflissentlich besoffen. Jojo betrinkt sich nicht. Ja, Jojo hat ja auch keinen Spaß mehr in ihrem Leben. Doch, die hat sehr viel Spaß. Die hat auch Spaß mit euch, aber sie betrinkt sich nicht. Also Kaban will schon ein solides Level erreichen. Wir haben immerhin jetzt gerade einen Job beendet quasi, der muss gefeiert werden. Also es ist halt schon so, und wir haben ja schon lange nicht mehr getrunken, zusammen eigentlich. Das stimmt. Weil Jojo nicht mehr trinkt. Doch, sie trinkt noch, aber eben nicht viel. Und ja. Welches Level will TikTok schaffen? Sagen wir so, ich möchte nicht mich in der Toilette verirren können. ich möchte gerade aus dieser Bar rausgehen, es darf ruhig etwas mit Schwung sein. Sehr gut. Also einen völlig normalen Abend halt. Man hat mal kurz die Tür zu Narnia aufgemacht, kurz reingeguckt und entschlossen, dass man da noch nicht reingeht. Genau. Na gut, ihr hattet ja auch was zu tun, also keine Zeit für Mischkonsum. In jedem Fall, ihr macht das, ihr chillt dort, ihr kommt raus. Und es verhält sich so, dass Kaban und Tickeltockel so ein Typ auffällt, der ist, kommt nicht aus der Bar, aber der scheint auch gut im Schuh zu stehen. Und also der hat schon auch Amplituden, die durchaus erkennbar sind beim Laufen. Das ist erstmal so nichts Besonderes. Der Typ hat irgendwo seine Jacke vergessen und trägt die Jacke eines anderen offenbar, die ihm einfach vier Nummern zu klein ist. Auch das ist nichts Besonderes. Ist schon eher mehrschrötig, auch mit einer kleinen Plauze, aber kann man, also ist noch nicht übel hart übers Limit. Auf jeden Fall, was euch aber halt dann doch eher ins Auge speit, ist dieses Unterarm-Tattoo. Das ist halt eine 5. So eine komisch geformte, da ist so ein halber Kreis drum, da kann da wirklich, das hat nicht jeder, ist aber ziemlich hässlich. Ist auch jetzt nur auf Infrarotebene zu sehen. Alter, ernsthaft? Fuck. Naja, habe ich schon mal einen Witz gemacht? Also ich finde mich eher auch nicht so unterhaltsam, von daher ist das schon ernst gemeint, ja. Tja, dann wird Kaban kurz stehen bleiben. Also, ne, so ein Zusammenstocken. Jojo geht erst weiter, die merkt das erstmal gar nicht. Der ich Typ bleibt da wegen jeder Titte stehen. Ja. Genau. Entschuldigung, Wandi, was machst du? Ich drehe mich weg. Okay. Jojo, ich brauche deine Hilfe. Ha? Was denn? Ich brauche eine Lagerhalle. Eine Lagerhalle? Ich rufe mein Auto. Hä? Der Typ hat ein Tattoo. Ihr seid ja mit einem Bumsbulli unterwegs, ne? Ja, ich auch, aber... Den kannst du nicht rufen. Scheiße. Ich schreibe dir kurz, er hat diese Art von Tattoo. Mumu. Gut. Ich gehe. Boah, ich muss es selbst mehr schon machen. Sorry. Also ich wollte gerade schon sagen. Aber vergiss nicht deinen gegen Kampfschrei. Drei, ne? Und der ist nicht Blood, Go and Vengeance. Ja, gegen 3. Und du darfst ja, du bist besoffen, darfst du dir gern mal 2 Würfel abziehen. Ich gucke in der Zeit mich etwas um, ob da nicht noch ein paar mehr Leute irgendwo merkwürdig sind. Momentan hast du bis dato nur gehört, Jojo, ich brauche deine Hilfe und ich brauche eine Halle. Nein, darum geht's nicht. Dir fällt keiner auf. Jojo okay. Ist aber durchaus gerade schon im Scheiße-Kabern-Vengeance-Mode. Ne? Du meinst, du bist schon kurz davor, eine physische Barriere um ihn zu ja! Intuition und Willenskraft war das, ne? Charisma und Willenskraft. Ah, verdammt. Und dann -2. Ach komm, du schaffst das doch. Du bist doch unser 5-Erfolge-Mann. Oh. Immerhin 2 Erfolge, das sind immerhin 50%. Was wolltest du nochmal sagen? Ja, Sauerkirsche, ne? Ich
Nee, ich glaube, es war Vendetta! So ungefähr. Ja, ich kann nämlich so lange gut beherrschen, bis ich halt relativ nah an ihm dran bin. Und dann fliegt meine Faust ihm voll ins Gesicht. Oh Gott. Also nochmal kurz für TikTok. Der Typ wirkt allein, deplatziert, besoffen und gerade nicht im Dienst. Andere Leute, die dort sind, sind nicht irgendwie besonders fokussiert und suchen nicht den Boden nach dir ab. es kracht. Du versenkst deine Faust in seinem Gesicht. Er fällt um wie ein nasser Sack. Und wühlt irgendwie in der Jackentasche. Ich schlag nochmal drauf. Ist halt auch jetzt nichts drin, ist ja nicht seine Jacke. Du schlägst, ja gut. Also ich meine, du, Zurückhaltung ist ja jetzt gerade nicht deine Stärke, mit anderen Worten. Du wirst quasi deine Faust, also so reindrücken, dass, ne? Du hast ja Knochendings. Naja, klar, schlägst deine Faust einfach in sein Gehirn rein. Ah, oh, scheiße. Warte mal. Nee, warte, ich dachte gerade, nee, wenn Jojo das mitkriegt, dann geht sie nicht weg. Die geht irgendwann zu Kabern. Ich gehe mal auf Abstand. Ich würde vermeiden wollen, ihn umzubringen. Naja, Jojo steht irgendwann hinter dir, legt dir die Hand auf die Schulter. Es reicht, du willst noch mit dem reden. Du willst noch mit dem reden. Ich sag mal, wenn er noch mit dem reden will, müsste ihn irgendjemand mal heilen. Ja, das macht Jojo gleich. Also ich meine, das war jetzt übertrieben, dass deine Faust in seinem Gehirn landet, aber ich meine, Zurückhaltung ist eigentlich gerade deine Stärke und du hast halt Stärke. Ja, das ist schon... Und du machst ja leider immer so viel Schaden. Ist schon in Ordnung. Du willst noch mit dem reden. Ja, kannst du ihn heilen? Aufstehen, Schritt zurück, geh den Bumsbulli holen. Los. Ja, ich dränge mich quasi, also ich gehe an dem kleinen Zwerg vorbei, rumpel ihn fast um, starr nicht so. Okay. Ja, hol den Bumsbulli. Dein Lenkrad ist besudelt. Leute, gehen dir aus dem Weg. Das ist okay, ich mach mir dann drüber Gedanken. Telefonieren. Scheiße. Störsender? War jetzt halt direkt vorm Teuf. Störsender, du kannst jeden Knoten zu einem Störsender umbauen. Der ist dann zwar nicht mehr zu gebrauchen, aber das geht tatsächlich. Ja, dann gehen wir die Anrufe nicht direkt raus. Kurz überschlagen. Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Gut. Ich könnte im Zweifel sogar mein Deck zum Störsender machen. Naja, das daran dachte ich, weil das ist halt das mit der meisten Power und ich habe das überschlagen, das wirst du hinkriegen. Jojo? Was? Warum ist das gerade so eskaliert? Das geht dich jetzt nichts an, das erklärte der entweder selber oder gar nicht. Okay. Sollte das was mit dieser lustigen Tätowierung zu tun haben, sag mir Bescheid. Und du guck nicht so blöd, zisch ab. Ey, Mann, ich bin doch schon weg. Vielleicht hat er es mit seinem Comlink gefilmt. Oh, warte. Ich kümmere mich drum. Entschuldigung, es klingt so lustig. Immer ich. Nee, sie sagt, ey, warte. Naja, ey, warte, finde ich jetzt nicht besonders einschüchternd. Bleib gefälligst hier, ansonsten reiß ich dir die Eier ab. Na, würfel doch mal einschüchtern. Läuft bei dir. Und es war von der Zeit. Achso, na, der bleibt stehen. Ey, Mann, ich wollte... Ja, komm. Komm, Link. Video. Er legt es auf den Boden und tritt zu dir. Hebt die Hände. Sie sucht nach dem Video. Löscht es. Gib mir das mal. Wollte gerade sagen. Ja, du das gemacht hast. Ja, du sie das. Gibt's dir. Ja, easy. Ich schredder die Datei, formatiere den Sektor und keine Ahnung, zerballer ihm das halbe Comlink dabei fast. Das klingt vernünftig. Sehr schön. Ist jetzt ein Toaster. Hast du eigentlich gewürfelt? Cracking, damit, falls der nicht zurückkommt, ich seinen Comlink hacken kann. Achso, okay, easy. Das ist der Schredderwurf. Jo. Sie schmeißt ihm das Comlink wieder zu.
Na, der ist in der Zwischenzeit vielleicht, wenn du ihn nicht aufgehalten hast, weggegangen. Schnell. Rennend. Sein Pech. Der wollte das gar nicht wieder. Okay, kann ich verstehen. Gut, sein Pech. Ist geschenkt. Hey, ihr habt einen Kommling, das ist gar nicht so schlecht, das ist ein Dreier. Kann man schon machen. Geil, Mann. Ich baue den Chip aus. Ja, machst kann du jetzt, sagst du. Achso. Kann ich jetzt nicht, ich habe ja kein Werkzeug, aber... Oder kann man den Akku so rausnehmen? Der Typ am Boden! Ja, ich will geheilt jetzt, werden. Wie stirbt der denn gerade? Keine Ahnung, Alter, aber ich glaube, der erstickt einfach an an Blut. Dann muss ich ihn vielleicht kurz heilen und dafür sorgen, dass mich nicht sofort jeder sieht. Siehst du, das ist ja vielleicht wichtiger als jetzt das Kombling. Ich hätte jetzt einfach gewartet, bis Deli mit dem Bumsbulli ist und hätte ihn im Bumsbulli geheilt, damit nicht jeder sofort sieht, was ich da mache. Na siehst du, aber auch das hat ja immer noch Priorität vor dem Kombling, oder? Ja, aber ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Deli sagt, er ist mit dem Bumsbulli wieder da. Dann hätte ich mich auch von dem Kombling abgewandt. Deli ist mit dem Bumsbulli wieder da. Gut, ich bin wieder darum ging es mir doch. Darauf habe ich nur gewartet. Na Jutti. Ich schmeiß den Typen auf die Rückbank. Vorsichtig. Nee, das Wort schmeißen und vorsichtig. Naja, Jojo sagt's nur, wenn er den Typen hochnimmt. Na klar, aber du kannst ihn nicht vorsichtig schmeißen. Wenn du sagst, du schmeißt ihn, dann schmeißt ihn. Aber es ist ja eine gepolsterte Rückbank. Also halt mal die Klöten beieinander. Das war in Time, als Jojo gesagt hat, vorsichtig. Ja, und danach sagte er, ich schmeiße. Und damit wollte ich zum Ausdruck bringen, okay, vorsichtig und schmeißen geht ja nicht. Alles klar, dann habe ich es jetzt verstanden. Easy, ihr geht in den Bumsbulli. TikTok, hast du Bock mitzukommen? Ja. Natürlich kommt er mit. Mitgegangen, mitgefangen. Tut mir leid, aber hast du jetzt auch keine Wahl mehr oder fahr erstmal ein Stückchen? Arschplatz mit Kette. Bist du bescheuert? Ja, okay, ich kann's verstehen. Vergiss, was ich gesagt habe. Gut. Lebt er? Ja, noch. Wir müssen irgendwo unterkommen. Ja. Du, Zwerg. Sorgt mal dafür, dass wir nicht gefunden werden. Ich laufe immer noch als Störsand durch die Gegend, kein Problem. Ey, Lummi, du kriegst minus 3. Minus 3? Ja, der hat offenbar ordentlich Wear. Alter. Oh Gott. Ich mache erstmal einen Stabilisierenwurf, glaube ich. Achso, na, für den kriegst du minus 3. Force? Hä? Force? Was brauche ich denn beim Stabilisierenwurf? Force 1 oder Force 2 reicht doch, oder? Na, du brauchst so viel, wie er überzähligen Schaden hat, das wird jetzt nicht unendlich viel sein. Na, Force 3, Punkt. Sehr schön. Oh, Alter! Ey, nice! Die wird echt unangenehm vom Aussehen her. Es gibt auch quietschende, schabende, metallische Geräusche, die nicht ungefähr unbedingt angenehm sind. Der Körper ist von Metallplatten überzogen, verschiedenster Form und Couleur. Ich sag mal, so eine Benji ist auch nicht weniger eklig. Was für ein glücklicher kleiner Zwerg ich in diesem Wagen bin. Ich wäre ja ungern irgendwo anders. Moskau ist eine tolle Stadt. Ja, ich sitze ungefähr so locker und entspannt wie eine Eisenstange in diesem Wagen und erstmal aufs Handschuhfach. So, danach kommt der Heilenwurf. Ah ne, Entzug, warte. Geschenkt. Naja, mindestens 2, ne? Ich glaube, der Entzug dafür ist übelst sinnlos, oder? Ja, nee, ja, ich habe aber immer mindestens 2 Entzug. Darum ging's ja. Ja, aber die sind ja statistisch drin. Auch bei Jojo? Ja. Das war mein Heilenwurf. Na, da ist natürlich jetzt nicht ganz so viel draus geworden. Tja. Aber wenigstens hast du keinen Entzug. Alter. Kenne ich denn eine Lagerhalle, die ich benutzen könnte momentan? Die Lagerhalle ist halt übertrieben, aber es gibt einen... Ich weiß, wo wir hinfahren. Geschlossenen.
Es gibt einen geschlossenen Schlecker, Schlecker-Äquivalent. Die schließen ja immer. Und der wird von euch schon ab und zu mal für unangenehmere Sachen benutzt. Der liegt auf einer Straße, wo auch viele Häuser jetzt leer stehen. Ein bisschen weiter ab von den Häusern, die Konzerneigentum sind. Polizei guckt da niemals hin, weil da ist da sind halt Junkies und sowas. Aber Junkies, die halt wissen, dass sie Platz machen. Und manchmal kriegen sie dafür auch ein Brötchen oder ein BTL. Oder eine Pulle Schnaps. Okay. Klingt gut. Dann fahren wir da jetzt hin und packen den Typen raus. So. Es kann sein, dass der Typ echt noch ein bisschen braucht, bis er wieder zu sich kommt. Ich sag's dir direkt. Gut. Was pfeifst du jetzt so blöd in der Gegend rum? Nichts. Pass auf. Ich bleib jetzt bei dem Typen sitzen und warte darauf, dass der wieder wach wird. Und du gehst am besten nach nebenan oder machst irgendwas anderes, um dich wieder in den Griff zu kriegen, okay? Sonst kriegst du gar nichts aus dem raus, wenn du den zusammenprügelst, ehe du den Mund aufmachst. Ich kann verstehen, dass du echt sackig bist. Ich kann es wirklich verstehen. Aber es hat keinen Wert und du kriegst nichts raus, wenn du so drauf bist. Okay? Mhm. Alles klar. Ja, so, Kaban schlägt nochmal gegen die Wand neben dem Typen. Sie sagt zu TikTok so, und du gehst dich jetzt nützlich machen und gehst mal irgendwie Cola oder irgendwas anderes holen. Okay. Also, und ist ja noch Feuchttücher. Ich muss mich irgendwie die Hand sauber machen. Ich bin voll mit Blut. Es ist ja noch alles vom Wagen. Run im Bumsbully. Das heißt auch die Express-Drohne. Das heißt, mit kleinen Sachen kann man die beim örtlichen Fick-Dich-Laden sogar beladen lassen. Dann kannst du die auch wieder herfliegen lassen. Nö, ich gehe lieber selber. Die Stimmung ist hier zu entspannt. Weißt du, die Schraubstock-Queen oder Ork da, der gerade ein Loch in der Wand geprügelt hat, ich kann mal kurz Cola kaufen? Das klingt vernünftig, wenn ich ehrlich bin. Ja, außerdem weiß ich nicht, vielleicht soll ich noch irgendwas zum Rügeln kaufen, so ein Seesack voll Baldrian oder sowas. Wenn du das möchtest, ist es kein Problem, vielleicht in der Menge. In der Menge eigentlich genau richtig. Easy, kriegst du alles. Jutti. Gut. Helf mir quasi auf dem Weg für mich. Ey, Kaban, du kannst doch mal kurz die Vendetta würfeln. Du bekommst nur noch -1. Es hat dich ausgenüchtert. Es gibt nichts Besseres als eine Prügelei auf einen Bewusstlosen, der sich nicht wehren kann. Sehr schön. Nur noch -1, sagst du. Mhm. Das schaffst du. Das denke ich nicht. Oh, sowas von nicht. Die Wut steigert sich, aber wenn du auch schon diese Hackfresse siehst. Ja, ich will ihn gerne töten, aber... Du willst aber ihn wirklich, wirklich gerne töten und er ist so nah. Jojo zieht eine physische Barriere hoch. Das kannst du mir würfeln, welche Force? Also ich habe erstmal schon mal die Pistole gezogen und also beim Rausgehen quasi ziehe ich die Pistole und ziele auf ihn. Jojo, ich sag mal, der Prozess, sich wieder reinzusteigern, dauert ja an Weichen. Force, ne, ich habe jetzt auch keinen Bock, übelst Force 3, wenn es dann halt nicht passt, passt es nicht. Na Juli, dann zeig ich mir Herzzeugnis. Das war ein Manipulationszauber, ne? Ja. Alter. Klappt nicht. Ja, das ist natürlich echt schade. Ich glaube, es klappt trotzdem, aber sie ist schwächer. Ich bin zu krass, das ist unglaublich. Ja, also du kriegst 3 geistigen Schaden. Au. Und ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, die ist nur schwächer jetzt. Okay, dann ist sie einfach nur schwächer. Musst du entscheiden. Kaban sieht, dass Jojo da gerade dann was hochgezogen hat. Auch wenn es vielleicht nicht hält, aber er sieht's. Es zumindest. Es hält auf jeden Fall. Also es hält erstmal, ohne dass er draufschlägt. Die ist natürlich jetzt nicht aus Stahl. Das geht leider aus rechtlichen Gründen nicht. Aber die könnte aus so einer Art durchscheinenden Quecksilber-Scheiß sein. Ja, irgendwie sowas. Die hat Beauty. So einen Schimmer. So ein Jojo-Schimmer. Es geht nur darum, dass Kaban sieht, dass da was ist.
damit er sich daran erinnert, dass es unklug wäre, ihn jetzt zu killen. Für die beiden Typen, das ist ein aufrechterhaltender Zauber, das heißt, Jojo ist die ganze Zeit jetzt die Stahlmarionette. Schön. Sexy. Du willst noch mit dem reden. Das Problem ist, ich kann den jetzt nicht. Ich habe meine Vendetta verkackt. Ich muss den doch jetzt einfach direkt töten, oder? Der Nachteil besagt, du musst mit physischer Gewalt auf ihn losgehen. Es besagt nicht, dass durch Rollenspiel das nicht zu beheben werde. Also macht ruhig, okay? Ja, ich schmeiß quasi meine Knarre gegen die. Ich habe halt meine Knarre in der Hand. Schlag dann mit der Knarre in der Hand. Gegen die Barriere, dass die wahrscheinlich zusammenbricht. Und geh auf den Typen zu. Lass das! Du willst noch mit dem reden! Verdammt, sei nicht so blöd! Zieh den quasi vom Stuhl auch hoch von der Wand. Kaban, wenn du da jetzt draufschlägst, stirbt der und dann kann ich dagegen nichts tun. Willst du deine einzige Chance jetzt versauen? Willst du sie versauen? Dann schlag zu! Ich schmeiß den, also so schräg an der Wand quasi, zieht den halt hoch und dann schmeiß ich den halt so wieder auf den Boden, so einen halben Meter weit weg. Oh, verfickte Scheiße, willst du den umbringen? Ja! Nein, du willst mit ihm reden, verdammte Kacke, du willst mit ihm reden. Willst du Infos haben? Willst du verfickte Infos haben? Ja, will ich. Gut. Dann geh jetzt raus, geh verfickt nochmal raus, bis du dich beruhigt hast. Geh raus! Ja, ich tritt den Stuhl, der hier noch dran stand, wo der Typ gerade drauf saß. Fass den Kerl nicht mehr an. Durch den Raum. Ja. Und reagiere mich quasi an irgendwelchen anderen Möbelstücken noch ab. Es ist noch genug Mobiliar da, dass du zumindest einen Teil deiner Lust befriedigen kannst. Sehr schön. Ich muss diese Würfelwerte unbedingt mal steigern. Nein, du brauchst einfach so einen Medizininjektor, der dann automatisch so Tranquilizer spritzt. Ich finde das eigentlich schon ganz witzig. Jojo kann dir theoretisch auch helfen, nur das will sie jetzt noch nicht machen. Jetzt sag mal so, Gaba muss ja auch Schwächen haben. Ich wollte schon sagen. Achso, ja, du kannst entscheiden, wenn du zurückkommst, klar. Ja, ja. Achso. Ja, du redest mit ihm. Du kannst ja überhaupt nicht entscheiden. Ne, Jojo guckt nur, dass sie den Typen irgendwie so hinkriegt. Sie fesselt ihm dann durchaus schon die Hände und so. So ist das nicht mit Panzertape. Das haben wir ja alles. Ich sag mal, Fesseln in stabiler Seitenlage ist echt vernünftig. Ja, genau so. Und guckt irgendwie, sollte der noch suppen, dass sie das Suppen irgendwie wenigstens desinfiziert und verbindet. Auch wenn es jetzt keine erste Hilfe ist, aber wenigstens das. Weißt du, weißt, was ich meine. Ist jetzt schlecht zu verbinden, aber easy. Ja, irgendwas halt. Du legst ihn halt so hin, dass das Blut aus der Nase abfließen kann und aus dem Mund, das ist das Wichtigste. Genau. Ja, ich sah an seinen eigenen Zähnen. Stieg zu nur Spaß. So, dann lässt sie den Typen jetzt erstmal liegen, setzt sich da hin in einiger Entfernung. Auch in Richtung der Tür, damit sie aufpassen kann, dass Kaban jetzt nicht irgendwie wieder reingestürmt kommt und dem Typen doch noch den Hals umdreht und wartet. Du hörst sie es? Schreibt ihrem Bruder, sollte er irgendwie, wobei, nee, solange der sich nicht meldet, macht sie erstmal gar nichts, da denkt sie gerade nicht dran. Du hörst es halt unten und in anderen Wohnungen quasi hin und wieder mal poltern. Gut, wenn ich da wieder zurück bin, steige ich mal über die Trümmer und guck mal, wen ich finde. Nein, sag mal, finden, also hören wirst du Kaban auf jeden Fall. Wenn du dann in die andere Richtung gehen willst, dann wirst du da auch wieder Jojo finden, sag ich mal. Schön, mit viel Rock in a Hard Place. Gehe ich erstmal Richtung Kaban. Ja, du, wenn du zu mir kommst, kein Problem. Er zerstört gerade
einen alten, also Fernseher, der auf einer wohl Kommode saß, mit seinen Füßen. Die Kommode hat's schon hinter sich. Okay. Stell das Sixpack ab, macht mir eine Dose Cola auf und warte einfach mal Ruhe, bis Kavan fertig ist. Fünf Stunden später. Was willst du? Durst? Schmeiß er noch immer. Mach ich. Ja, er packt ihn ein bisschen zu doll an, dass sie gerade sehr ein bisschen. Also beim Öffnen der Dose spritzt die halt ein bisschen, als ob er die ein bisschen zerquetschen würde, aber er hält sich da zurück, dass er noch was trinken kann. Schön. Ich habe auch überhaupt nicht die Vorstellung, wie er gerade in seiner Pranke seinen kleinen Taschenelf passiert. Miep. Magst du mir was dazu sagen? Nein. Persönlich mit dem Problem oder wegen dem lustigen Tattoo, das er hat? Hast du gerade das Tattoo erwähnt? Ja. Okay, es kam mir nur stücklich an. Was weißt du über dieses Tattoo? Sagen wir es mal so, der Grund, weshalb ich Was so dringend weißt weg du über dieses musste, hatte Scheiß-Tattoo? was. Kaban kommt auf dich zu. Ruhig, Brauner, ruhig. Ganz ruhig. Ja? Ich erzähl's dir, Du aber bist jetzt bleib mittlerweile auf mal Augenhöhe von weg Kaban. mit deinen Griffen. Was? Lässt du mich bitte runter? Was weißt du über dieses Tattoo? Dein Rücken kommt gegen die Wand. Du lässt mich runter, ich erzähl's dir. Erzähl. Er lässt dich fallen. Autsch! Okay, pass auf, Alter. Die Jungs, Mädels, die mich so zerrungst haben, dass ich da weg musste, die hatten auch dieses schöne Tattoo. Wo war das? Brjansk. Wo liegt das? Zwischen, ja, südwestlich von hier. So Richtung Minsk. Hey Kaban, das ist in der Nähe von dort, wo ihr campen wart. Also wo ihr den Schönheitswettbewerb gewonnen habt. Hey Glaube ich. Kaban, du hast mitgekriegt, dass die Gang da auch ein Chapter hat. Ja, hab ich. Hast du? Ja, Klar, das hat er mitbekommen. Ach so. weil er sagte ja auch, dass, also man dachte mir in der Nähe quasi, wie der Junge denn hier hingekommen ist. Ich wusste nicht, aus welcher Stadt, aber ich wusste, dass er über ein Chapter hinkam. Erzähl weiter. Geh erstmal einen Schritt zurück, dass ich wieder aufstehen kann. Mein Arsch tut weh. Er geht weg, und wirft noch einen von den, oder tritt einen von den, Mülldiggern quasi durch den Raum. Okay, um die kurze Geschichte zu nehmen. Wie gesagt, die Jungs, die meine Jungs und mich so zerrungst haben, bei denen habe ich dieses Tattoo gesehen. Jojo kommt rein Scheinbar übrigens. gehörten. Hi. Also scheinbar gehörten die auch zu dem Trupp. Okay. Wie viele waren es? Wo waren die? Was haben die gemacht? Weißt du, warum die das gemacht haben? Also persönlich getroffen oder Spaß hatte ich mit fünf von denen. Haben die überlebt? Ja. Aber, einer nicht. Sehr Schätze. schön. Schätzt du oder weißt du? Sag mir so, ich war nicht bei der Beerdigung dabei, aber die Löcher, die ich in seinen Oberkörper gemacht habe, sahen schon sehr deutlich, was das anging, aus. Die anderen drei hatten sich mit ihrer Karre von der Hauswand gesetzt. Die sahen auch nicht mehr ganz frisch aus, aber als ich rausgegangen bin, haben sie noch geatmet. Okay.
Naja, und Nummer 5 war die Tuse, die angeblich mein Exit war. Okay. Hast du dich schon schlau gemacht über die Leute mit dem Tattoo? Nee, ich war erstmal dabei, meine Knochen zu heilen und ich will jetzt überlegen, wie ich das am dümmsten oder schlauesten anstelle. Gut. Das da vorne scheint einer von denen zu sein. Ja, wie das Tattoo ja sagt. Le ist er wieder da? Ist er wieder ansprechbar? Nein, ist er noch nicht. Hm. Soll ich mit ihm reden? Und du sagst mir übers Comlink, was du wissen willst. Nur um wenigstens sicher zu gehen, dass du die Antworten kriegst, die du haben willst, bis du ihm dann den Hals umdrehst oder was immer du da mit ihm machst. Nee, das mache ich schon selber. Bist du dir sicher? Den nehme ich selber auseinander. Kaban, da gibt es nicht mehr viel auseinanderzunehmen. Ich frage dich das deshalb, weil ich glaube, dass ich die Selbstbeherrschung habe, die Antworten vielleicht noch aus ihm Ich krieg rauszubekommen. das alleine hin, okay? Mach, was du willst, aber gräm dich dann nicht, wenn du, oh Gott, dieses Wort, wenn du ihn später umbringst und keine Antworten hast. Okay? Deswegen habe ich es dir angeboten. Nur deswegen. Nicht, weil ich dir deinen Scheiß irgendwie aus der Hand nehmen will. Das hat damit nichts zu tun. Ich krieg das schon hin. Okay, wie du willst. Was? Du siehst nicht so aus, das wollte er damit sagen. Richtig. Und du hast dich in den letzten paar Minuten nicht so benommen. Wie gesagt, ich verstehe absolut, warum du so ausflippst. Ich verstehe es. Deswegen, keine Ahnung, ich habe die Sache übrigens jetzt geklärt. Ich denke nicht, dass es jetzt größere Probleme geben wird wegen der Geschichte vor der Kneipe. Gut. Danke. Gut. Soll ich mit reingehen? Ja, machen wir so. Okay. Soll ich dich davon abhalten, ihm die Fresse einzuschlagen und ihn damit umzubringen? Der verträgt nicht viel mehr. Guck dich ja mal ein bisschen an. Wie willst du das machen? Wenn du das willst, habe ich vielleicht, und ich sage jetzt hier vielleicht, die Möglichkeit, dir dabei zu helfen, dich besser im Griff zu haben. Wie? Sie macht diese typischen Magic-Finger-Bewegungen. Was versuchst du zu machen dann? Ich habe das noch nie ausprobiert. Das sage ich dir direkt. Aber Was? es ist möglich, dass ich, ohne dass ich irgendwas von dem mitbekomme, was bei dir passiert, aber es ist mir möglich, vielleicht dir die Energie zu geben, dich besser im Griff zu haben. Wenn du Kannst ja das versuchen, willst. wir können es ja mal versuchen. Gut, wenn du das willst. Alles klar. Dann probieren wir das gleich. Ich kann dir nicht versprechen, dass es funktioniert. Wir werden sehen. Gut. Hast du mitgekriegt? Was habe ich mitgekriegt? Ja, Das, was er gerade erzählt hat. ich deute auf den, ich deute auf den kleinen Zwerg quasi. Ja. Das war doch unten da, wo wir unterwegs Ja. waren, richtig? Da in der Gegend auf jeden Fall. Wann war das? Vor kurzem erst? 2 Wochen. Und dann Nach nicht groß. ein, zwei längere Geschichten,
gibt's so nicht umsonst, da will ich vorher wissen, was ihr mit der Geschichte zu tun habt. Ich mache ja nicht den Striptease und ihr steht da und schmeißt mir die Dollarnoten zu. Ich habe eine gewisse Vergangenheit mit diesem Club. Ihr möchte wissen, welche. Und Carbon überlegt wirklich sichtlich, ob er das sagt oder nicht, versucht sich dann selbst, ne, zu beherrschen, schlägt noch irgendwo mal was weg. Ich zucke. Sie haben Leute umgebracht. Die bei dir sehr nahe standen. Ja, alles klar. Reicht dir das? Soll mir erstmal reichen. Gut. Vielleicht können wir da ja einander auch noch ein bisschen helfen. Vielleicht. Also, was weißt du noch über die? Nicht viel. Ich kann nur sagen, dass die wahrscheinlich dann mit dem Con zusammenhingen, der sozusagen auch an der Geschichte dran hing. Welcher Con? Vermute ich mal. Molkov. Moloko. Entschuldigung. Moloko, natürlich. Das andere habe ich nie gesagt. Ja, das ist ja Dialekt, weißt du? Ja, genau. Da wird Jojo gerade kurz ein bisschen hellhörig, sagt aber nichts. Oder halt mit irgendeinem, der sich dann doch auf die Füße getreten fühlt, aber ich denke mal, es wäre der Con. Moloko, was war nochmal das für ein Unternehmen? Moloko Security ist ein Unternehmen, das es geschafft hat, seit dem Gangkrieg irgendwas zu machen. Machen auch gerade bei der Polizei mit zum Beispiel, weswegen ihr überhaupt irgendwas mit, ne? Ich wusste doch, die waren wichtig. Naja, jetzt noch, bis jetzt nicht, aber irgendwie jetzt. Ich hasse sie. War auf jeden Fall so, dass da unten ein neues Werk von denen für Munition und so Krempel an den Start kommen sollte. Und wie soll ich sagen, wir hatten ein gewisses Interesse an jemanden, der dabei zugegen war. Oder sein sollte, wie gesagt, die Geschichte ist vor der ganzen Sache in den Ventilator geflogen. Wer sollte das gewesen sein? Der Rang reicht mir erstmal quasi. Der Rang? Beziehungsweise die allgemeine... Okay. Na, kein Militär, war Geschäftsfifi. Und ihr wolltet den exfiltrieren oder wolltet ihr den umlegen? Exfiltrieren, wie soll ich sagen, in einer Blechbüchse. Naja, mit den Füßen voran exfiltrieren. Okay, also umlegen, gut. Ja. Hätten wir noch ein paar Konten von ihm abgeräumt und naja, das übliche Gedöns. Okay. Und die haben euch dann einfach gecached und auseinandergerockt. Naja, so zwei Tage bevor die Action losging, sind sie bei uns in Hideout. Ich war gerade unterwegs, das war mein Glück, und haben da einfach mal alles zerbombt. Was folgte, war zwei Tage durch die Hölle in Bryansk, den Pfiffis am Arsch, und ist dann für mich ziemlich blutig im Rindstein geendet. Die Jungs von den Ferkels haben mich aufgesammelt. Kurzgeschichte. Okay. Wenn er lange genug überlegt, kannst du immer noch Fragen stellen, wenn du möchtest. Na, bin ich mal gespannt, ob der was weiß, aber naja, sagen wir mal so, ich höre mir die Geschichte erstmal an. Gut.
Ich würde mir angucken, ob der Typ da noch liegt. Nee, Jojo lässt sich da nicht rein. Ich geh gucken. Computer sagt ja. Sehr gut. Wie sieht denn der aus? Na, ansprechbar ist er noch nicht. Okay. Dann geht's wieder zurück. Der braucht noch. Können wir dem nicht irgendwas geben, damit er wach wird? Stimpatch. Aber danach ist er wahrscheinlich tot. Und? Du weißt nicht. Sterben wird er sowieso. Ja, das wird er, aber du willst Antworten kabern. Und diese Antworten kriegst du vielleicht nicht innerhalb von, keine Ahnung, kurzer Zeit. Es kann sein, dass du den länger brauchst als die 2 Wimpernschläge, die du benötigst, um ihm die Fresse einzuschlagen. Verstehst du das? Deswegen habe ich dir angeboten, mit ihm zu reden und du sagst mir, was du von ihm wissen willst und bleibst erstmal hier im Raum. Aber das ist, glaube ich, echt nicht so gut. Aber ich komme auf jeden Fall mit rein. Du kannst die Fragen stellen, aber ich komme mit rein, damit du ihn nicht sofort zerwickst. Kannst auch gucken, ob der lügt? Ich kann nicht beides. Ich kann nicht gucken, dass du zurechtkommst und gucken, ob er lügt. Also doch, aber ich ich bin nicht gut in diesem Zeug, dieser Art von Krams. Ich kann es versuchen, aber das bleibt bei einem Versuch wahrscheinlich. Okay. Aber ich mach's, wenn du das willst. Es wäre sehr nett. Alles klar. Wehe, die Migräne danach lohnt sich nicht. Ich bring dir Suppe zum ans Bett, wenn du brauchst. Was? Ich bring dir Suppe ans Bett, wenn du es brauchst. Nee. Aspirin? Gut, Kaban würde sich versuchen, etwas zu beruhigen. Jojo drückt ihm eine Flasche Cola oder Wasser oder sowas in die Hand. Ja, die erste Dose Cola hat er schon aufgetrunken. Okay. Also ich meine, du bist da jetzt gerade einigermaßen ruhig. Aber wenn du halt dran denkst, da reinzugehen, dann wird halt immer wieder kurz sein Gesicht durch die Gesichter deiner in wirklich tollen Positionen verstorbenen Familie ersetzt, weißt du? Die dann irgendwie halbe Gesicht weggeschossen und so. Man muss ja auch nicht Exempel immer statuieren, indem man den einfach von hinten in den Kopf schießt. Man kann ja auch mal kreativ werden. Ja, ja, ist ja kein Problem. War ja nur meine Familie. Ja, wird auch überbewertet. Bist du Rabutnik oder was? Eben. Ich hab mit Rabutniks nichts zu tun. Deswegen, ich meine, du bist jetzt ruhig, aber darüber zu gehen, ist halt nochmal so ein bisschen fraglich. Ja, ich weiß was. Aber der Typ wird ja wahrscheinlich einfach sterben. Ist eine Option, die, ja. Computer sagt vermutlich. Sehr wahrscheinlich, ja. Ach ja, nur um das direkt klarzustellen, du sorgst dafür, dass die Leiche wegkommt. Ich kümmere mich danach nicht mehr darum. Das sollte nicht das Problem sein. Okay. Die Ghouls-Szene, die Ghoul-Scheiße sind war... sind nicht hier. Die waren, nee, ich meine, die waren auch nicht in der Nähe, ne? Nein. Nee, also das ist ja jetzt das Problem deines Umzugs, sag ich mal. Ach. Oh, du hast gesagt, der hat Cyberware drin, ne? Hm. Das hat sie dir nicht gesagt. Nee, stimmt, hat sie dir wirklich nicht gesagt. Aber das Ding ist, du erkennst, man erkennt ja Kunstmuskeln, ne? Die sind ja klobig und komisch und knarzend, nein. Aber das erkennst du ja an dir, so wie auch bei ihm. Gut. Weißt du ungefähr, was der alles an Cyberware drin hat? Außer Kunstmuskeln? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht so genau geguckt. Soll ich? Ich habe eigentlich gar nicht geguckt. Ich kann mal gucken. Du, kannst du erstmal versuchen, seinen Comlink zu knallen? Ja. Ja, das ist die schönere Alternative. Hat der denn überhaupt etwas dabei gehabt? Ja, klar. Okay, dann... Ohne Comlink ist ja mal. Wie ohne Comlink. Penis. Das... Jein, auf jeden Fall, sein Comlink. Was könnte da so drauf sein? Okay. Also ich meine, das zu knacken ist ja einfach geschenkt. Es ist so, es ist nicht
Ein Comlink, was man für einen Söldner von so einer Einheit erwartet, das ist wesentlich schlechter. Es ist ein Level über dem Wegwerf-Comlink. Da sind auch, er hat jetzt ein neues Konto frisch eröffnet und scheint nicht mehr Kontakt zu den Leuten da zu haben. Er hat auch keine Zahlungen mehr von denen. Er hat keine Kontakte, die darauf hinweisen. Er hat sowieso jetzt relativ wenig Kontakte, außer Mama und sowas. Und du findest ein paar Bewerbungen bei verschiedenen Sicherheitsfirmen, die zu 100% alle sofort abgelehnt wurden. Du findest die Lizenz für die Kunstmuskeln. Er scheint sonst nichts zu haben. Na klar, er hat noch eine Datenbuchse. Und er hat sich in Moskau aufgehalten die letzten 2 Monate. Hat ja auch eine Butze in Juschneuer. Die ist jetzt nicht die schönste. Die ist, also das, was dir von Falcons gestellt wurde, da kannst du dich glücklich schätzen. Das Ding ist ja einfach perfekt. Ist sie im Falcons Turf? Nein. Okay. Ansonsten nix. Tja, also so wie das aussieht, ist das sozusagen ein Zivilkomplik von ihm. Das, was da drauf ist, also wenn ich mal raten würde, ist der bei der Einheit draußen. Der hat sich bei verschiedenen Sicherheitsfirmen und so weiter beworben. Also ein Ex-Fünfer. Okay. Ja, Adressbuch gibt auch nicht viel her. Bla 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 bla. Ja, nee, also scheint so, als hätte der sozusagen, wäre der gerade dabei gewesen, hier neu anzufangen. Ich gehe jetzt rüber, ich gucke jetzt mal, wie es bei dem aussieht. Willst du das kennen, oder was? Ja, also ich will erstmal gucken, wie es bei ihm aussieht, ihm vielleicht mal ein bisschen Wasser ins Gesicht machen oder irgendwas anderes, damit er mal besser zu sich kommt. Okay, so in einem halben, dreiviertel Stündchen ist er dann bereit zu gurgeln. Okay. Nochmal heilen kann ich ihn ja nicht. Leider. Aber ja, sie wartet auch, bis er dann soweit ist irgendwie. Auch wartet auch nochmal 10 Minuten länger, damit er ein bisschen Zeit hat, irgendwie Luft zu holen, bevor Kabran kommt. Zu sehen, dass er nicht irgendwo ist, wo es ihm gefällt und so weiter. Genau. Das ist nett von dir. Du bist wirklich eine gütige Frau. Natürlich. Das ist total nett von dir, ja. Sie schaut ihn auch an, meint dann auch leise zu ihm, irgendwie, wenn du klug bist, hältst du jetzt die Fresse. Ob das so schlau war, das gesagt? Und wenn du noch viel klüger bist, machst du gleich die Fresse auf und sagst, was man von dir hören will. Er nickt. Und versuch gar nicht erst zu lügen. Ich sehe das. Und sie er scannt mal ganz kurz, damit er sieht, dass sie es sieht. Das ist immer sehr beruhigend. Ja. Hm. Sie wartet noch 5 Minuten und geht dann raus. So. Der Typ ist jetzt wach. Ja, ich gehe direkt in Jojo. Warte noch ganz kurz. Okay. Was? Ich versuche noch, so wie wir es gerade abgesprochen haben, dafür zu sorgen, dass du besser zurechtkommst, okay? Ich weiß nicht genau, wie sich das jetzt anfühlt. Wenn du da keinen Bock drauf hast, sag's mir, aber schlag mir bitte nicht sofort in die Fresse. Okay. Bitte. Gut. Sie, stellt sich jetzt vor dich und ergreift auch deine Hände. Oh. Ja. Muss sie ja, sie muss ja. Sehr anpassen. Geil. Was? Das wäre jetzt ein Griff von wegen Ponfar wäre jetzt geil. Mein Geist ist ein Geist. Geist ist nicht Ponfar hier, diese Geistesverschmelzung.
Nee, sowas macht sie nicht. So, und dann würde ich jetzt gerne Attribut erhöhen, Willenskraft. -3. Alter. Ist Heilmagie, die kannst du doch. Ja. Force 3. Mhm. War auch das Minimum, was du haben musst, glaube ich. Netz und hau ein Edge für dich raus? Nee, nicht noch eins. Ja, verbrenne ein Edge, damit du Erfolge hast. Ja, ganz bestimmt verbrenne ich jetzt ein Edge. Ich finde das vernünftig, Kaban. Kaban kann dir gern das Karma zurückzahlen. Ach so, ja. Gibst du mir die 20 Karma? Nee. Gibst du mir das Edge zurück? Eins von deinen? Hast du nicht 5 Edge? Ja, aber eins habe ich schon ausgegeben. Ja, na klar, aber dann bezahlt er ja 25 Karma an dich. Nein, ja nicht die ich Hand meine, dass ich jetzt einfach nur einen Edge ganz normal ausgebe, nicht verbrenne. Ach so, okay. Und er mir dann eins von seinen gibt. Das geht leider nicht. Schade. Na, sagen wir es mal so, Jojo, schau dich an. Wie wichtig ist es dir, das durchzukriegen? Er guckt dir tief in die Augen und du weißt ganz genau, dass das Leben bedeutet. Die Informationen zu kriegen. Gut, Force 4. Oh. Mit Edge 6 wow. Erfolge. Kaban. Ich habe eine Willenskraft. Also 4 Willenskraft mehr. Hm. Ja. Ah, nee, warte mal, du hast 3 Willenskraft mehr. Wieso nee, ich glaube, du kannst übers natürliche Attribut hinaus, ne? Ja, kann ich. Aber ich glaube nur eins übers natürliche Attribut oder so. Das wäre das Gleiche. Na jo, du hast also eine Willenskraft von 7. Pass auf. Du kannst mal kurz deinen Entzug würfeln. Ja, das sind 4G, die du widerstehen darfst. 4K, Entschuldigung. Nein, 4G. Meine ich ja, auf jeden Fall. Hä, hat das Force-Entzug? Force minus 2? Ich hab natürlich gemeint 2. Was laberst du denn schon wieder? Komm doch mal dir zurecht jetzt, ja? Also. Okay. Ah, sehr schön. Es ist unheimlich kalt. Es ziehen sich Fäden wie die ihres Haares, also ihres Astralhaares, über deine Arme entlang bis zu deinem Schädel. Es ist kalt. Also wie halt, wenn du den Super Slushy of Eternal Doom trinkst, weißt du? Hirnfrost. Okay. Nach einer kurzen Zeitperiode, die halt echt ganz schön unangenehm ist, wird es weniger kalt, es ist nur noch ein bisschen kühl in der Fontanelle. Aber du fühlst dich irgendwie fokussierter, du kannst Aufmerksamkeit besser halten, du scheinst dich etwas besser in den Griff bekommen zu können. Und ganz klar, du fühlst keine Präsenz irgendwie in deiner Psyche. Also nein. Es ist nicht so, als ob sie in irgendeiner Form Einfluss auf dich nehmen könnte oder wollte. Genau. Das ist eine ganz klare Abgrenzung. Aber es ist kalt. Und die Fäden über seinem Schädel sind auf jeden Fall noch da, weil du bist ja auffällig. Und du bist natürlich die Metallöse. Ja. Aber du bist, ich glaube, merkt, fühlst, ja doch, das ist irgendeine Form der Energie, fühlt er bestimmt. Ja, na klar. Ja, mit Sicherheit. Aber eher den Effekt. Das andere ist halt eher das Kühle. Okay. Okay, das fühlt sich seltsam an. Aber vielleicht hilft das ja. Gut, es ist doch nicht so, als wäre das nicht anstrengend. Okay. Sie hat zwar gerade keinen Entzug, aber anstrengend ist es, glaube ich, trotzdem. Hat das echt Force minus 2? Ja. Krass. Und du hast ja noch Entzug von vorhin, ne? Geistigen Schaden. Siehst du, den habe ich vergessen abzuziehen. Nein, den habe ich doch für dich abgezogen. Ach so. Ich bin doch netter. Okay. Naja, schön. Deswegen. Gut. Kaban geht da jetzt rein. Hm. Der Typ liegt am Boden und ihm scheint mit. Es scheint ihm ja nicht so schlecht zu gehen. TikTok, kommst du auch mit? Denk, ja, bis zur Tür und dann warte ich erstmal. Du bist noch in ausgezeichneter Fluchtreichweite. Ja. Oh Gott, ich soll ja jetzt auch noch Wahrheit erkennen machen, ne?
Stimmt. Hier passiert auf jeden Fall eine Menge Strange Things. Das stimmt. War halt da kein minus 3, weißt du, ne? Ja, ja, ich werde aber auch da direkt, das ist Kaban sehr, sehr wichtig, das heißt, ich werde da direkt das Edge wieder mitnehmen. Das ist zwar sehr traurig, dass ich jetzt mein ganzes Edge verbrate, aber es ist halt so. Hast du nicht noch 2 danach? Ja. Naja, dann ist ja noch alles safe. Ja, ich weiß auch nicht, was passiert. Okay. Wahrnehmungszauber bist du richtig gut, ne? Wahrnehmungszauber bin ich richtig scheiße. Na Juti, dann zeig mal Herr Zeug. Witzig wäre es jetzt, wenn ich mir jetzt einfach die Kehle aufschlitze. Oh, dann, ne? Also, Wahrnehmungsmagie 0. Ah, sehr schön. Dann kannst du es einfach nicht. Doch, kann was? Defaulten, theoretisch. So, du hast Magie 4, ne? Ja, deswegen minus hätte ich 4 3. ist 0. Du hast gesagt minus 3. Und dann nochmal minus 1 wegen Default. Genau, aber ich kann ja SAE würfeln. Du kannst nur deine Edge-Würfel würfeln, das kannst genau. du versuchen, ja. Das sind auch 5 Würfel. Aber natürlich ohne Regel der 6. Wieso ohne Regel der 6? Weil du, wenn du keine Würfel mehr übrig hast und dann deine Edge-Würfel nimmst, dass es keine Regel der 6 gibt. Okay. Oh, der kann sogar wieder stehen, geil. Oh, ich habe einen Erfolg. Jo. Ach so, das war auch Force 4. Was macht denn das eigentlich an den Zug? Ich habe das gerade nicht offen. F-1. Okay. Also ich sag mal, er hat vielleicht nicht Widerstand. Oh, er hat einen kritischen Patzer, geil. Das ist sehr schön. Seine Willenskraft ist auch nicht gerade so hoch, Robert haben. Also, ich bin heute Meister des Entzugs. Na, Jürgi. Du musst ihn übrigens dazu anfassen. Dagegen wird er sich ein bisschen zu wehren versuchen, aber ich sag mal, er ist ja gefesselt. Ja, okay, dann geht sie zu ihm hin. Oh Gott, sie hasst das, andere Leute anzufassen. Naja, gut, er ist gerade keine Gefahr. Kannst du ihn am Stiefel anpacken? Das reicht nicht, sie muss ihn ja schon direkt berühren. Aber er ist gerade eh keine Gefahr, deswegen ist es egal. Das stimmt. Übrigens scheint auch ihm jetzt kalt zu sein. Könnte aber auch einfach an der Situation liegen, ist es ja. Aber Kaban muss sie jetzt nicht die ganze Zeit anfassen. Sie muss den Zauber nur aufrechterhalten, ne? Du musst keinen der beiden mehr anfassen, wenn du es einmal aufrechterhältst. Okay. Alter, 2 Zauber aufrechterhalten. Also Jojo sieht sichtlich angestrengt und auch etwas blass aus. Du darfst dich... Nein, sieht sie nicht. Du darfst dich hinsetzen. Ach so. Metall sieht nicht blass aus. Ich dachte nur, weil es anstrengend ist, nicht weil es... Es ist beschlagen. Nein, ist es nicht. Okay. Es ist rissig, auf jeden Fall. Du fühlst dich gut, Kaban? Jojo, scheißegal. Der Typ zittert. Es ist genau die richtige Position für ihn, also um darin zu sein. Ne? Sie nickt Kaban übrigens. Okay, ich habe sogar 8. Ihn einmal am Kopf an und nickt Kaban dann zu und geht dann. Ich habe 8 Erfolge bei meiner Selbstbeherrschungsprobe. Ich werde ihn nicht umbringen. Das klingt vernünftig. Du hast sie geätscht? Ja. Das klingt auch vernünftig. Schön, dass ja die Größe kommt ja wirklich durch die. Also ich meine, wir sind uns ja einig, du wirst ihn auch umbringen, aber. Aber mit 3 Würfeln ohne Edge dich also. Ich werde ihn noch umbringen, aber ich werde ihn jetzt bei Zeiten erst umbringen. Das ist gut. Das klingt nach einer echten Steigerung in dieser Runde. Ja. Fast schon, als wäre Profis arbeiten. Ich hab gesagt, fast. Solange ich hier Spieler bin, gibt's hier keine Profis. Das schließt sich aus. Ja, ich setz ihn auf seinen Hosenboden und zeig ihm sein eigenes Tattoo. Rede. Das ist ja 5. Kolonne. Dabei war scheiße. Alles eine Bande von dreckigen Waschlappen. Weiter. Wir haben ja ausgeschmissen, dreckigen Pisswichser. Warum? Die hatten das dort überhaupt nicht besser verdient. Die haben uns angegriffen. Und... Das ist ja völliger Schwachsinn, Alter. Nur weil es mal einer mitgekriegt hat, der es nicht mitkriegen sollte. Ansonsten war das völlig normal, was wir hier gemacht haben. Klar haben wir sie massakriert. Aber wer so eine scheiß selbstgebaute Fickmine baut und jemanden von meinen Kameraden eine Bene damit abtrennt, der hat ja wohl nichts Besseres verdient. Hm. Erstaunlich, dass die für jemanden mal rausschmeißen, der scheiß baut. Na gut. Er sieht von ein paar seiner Bewegungen auch und von seinem gesamten Dings auch aus, als hätte er vielleicht ein kleines Alkoholproblem. Mhm.
gib mir den Namen von deiner Kolonne, von deiner Abteilung. Alter, das mache ich auf jeden Fall. Pass auf. Oskar, dumme hässliche Schwein. Mensch, 34 Jahre, Nachname. Ich zeichne das übrigens alle auf. Ja, ist schon klar. Vorwitsch oder so. Ja, ja, Vorwitsch ist das. Der kommt hier auch aus dieser Pissstadt. Er macht weiter, ne? Ja, ich lasse alles auf. Ich zeichne alles auf, quasi, was er sagt. Alle Namen, Adressen, woher er kommt, bei, wenn er irgendwo stockt, wenn er was nicht weiß. Ich möchte wirklich alle Namen mit Rang und Bezeichnung, was sie zu tun haben, wo die herkommen und so weiter und so fort. Na, seine Truppe umfasst 7 Leute. Okay. Ich habe noch 2 weitere Namen. Von Leuten, die ich mal, also von denen ich weiß, dass sie dabei sind. Ich frage den explizit nach diesen Namen. Noch nie gehört, Alter. Jojo guckt halt, ne, wenn irgendein Anzeichen ist, dass er Scheiße labert, dann gibt sie kaum ein Zeichen. Achso, ja, das ist alles 100% die Wahrheit. Ja, so Jojo nickt, falls Kaman zu ihr rüber guckt, irgendwie zwischendurch mal nickt sie. Okay. Dann frage ich ihn nach dem, was er da gemacht hat. Das ist so ein Bumsdorf im Nordosten, aller Name, er gibt ja Namen von irgendeinem Bumsdorf im Nordosten. Das ist ausreichend weit von deinem Bumsdorf weg. Dort hat sich irgendwie eine Pissgruppe gebildet, die irgendwas, die angefangen haben, gegen Staat was zu machen, und der Staat hat gesagt, scheiße, wir können da aber nicht direkt hin. Irgend so ein Wichser war dort, der was, irgend so ein Umwelttyp, der da Publicity-mäßig volle Kanne abgeht, Namen habe ich vergessen. Auf jeden Fall, deswegen wollten sie da nicht direkt einreiten und haben gesagt, mach das mal. Und dann sind wir da hin. Und dann haben wir das gemacht. Arbeitet ihr in der Gegend öfter für den Staat? Keine Ahnung, Alter. Wir haben dort vorher nicht gearbeitet, aber ich glaube, es gibt ein paar andere. Aber ich weiß nicht viel von den anderen Scheißeinheiten. Weil die machen das, keine Ahnung, nicht mal der Chef. Also, er nennt jetzt mal einen Dienstgrad, den ich nicht kenne, okay? Der Hauptmann. Oberst. Der Hauptmann. Selbst der Hauptmann weiß gar nicht, wo die anderen Wichser sind. Aber ihn zeig ich dir. Die Spasten in dem Dorf machen unserem Vaterland keinen Ärger mehr. Was habt ihr mit denen gemacht? Na, erstmal hat der Hauptmann versucht zu verhandeln. War von Anfang an eine scheiße Idee. Zum Glück haben wir aber da schon in der Nähe gewartet. Und als es irgendwie nicht so zur Zufriedenheit war, haben wir die einfach weggebombt. Und als sie sich alle dann in ihre dreckigen Hütten verkrochen haben, sind wir einmarschiert und in jedes Haus haben sie rausgezerrt und haben sie abgeknallt, Mann. Was wirst du denn machen? Ich breche den Finger. Scheiße! Wie spricht man das denn aus? Kennst du auch eine Bigazzi? Wie spricht man das aus? Bigash. Bigash? Wo genau war die in deiner Hintergrundgeschichte nochmal verankert? Die Wiggerin. Ah, die. Alter, keine Ahnung. Habt ihr gesagt, ich kenne meine Einheit und sonst nicht viel anderes. Gut, weißt du, von wem der. Was hast du mitgekriegt? Was gab's noch für Aufträge in letzter Zeit? Na, hauptsächlich so ein Scheiß, aber manchmal ging es auch irgendwie gegen Azek. Also, Azek macht dasselbe. Ne, die werden vom Staat beauftragt, dann reiten die dort ein. Und dort haben wir sabotiert. Ey, Alter, in letzter Zeit haben wir das ziemlich häufig gemacht. Wann? Wo? Ihr nennt Orte und Daten. Was habt ihr da alles falsch gemacht? Sie ist hauptsächlich an der Notgrenze. Was? Was habt ihr dabei gemacht? Keine Ahnung, Alter. Bei so einer Scheiße war ich nicht dabei, weil die immer dachten, die feinen Herren, dafür bin ich nicht geeignet. Wir wissen hier, irgendwelche Autos sabotieren. Wir hatten irgend so einen Spastiker dabei, der hat irgendwas gehackt. Leute, die da zwischendurch mal hier quasi auf Urlaub waren, aus dem Puff gezerrt, abgeknallt. So eine Scheiße.
die Dorfbewohner mit Waffen unterstützt, wenn das Dorfbewohner waren oder irgendwelche Terrorzellen. Dir warnt so ein Kack. Kommunikation von Assis zerbumst. Okay. Artyom Volkov? Wer war das nochmal? Der CEO. Von Moloko? Ja. Wer? Artyom Volkov. Volkov. Nee, keine Ahnung. Blick zu Jojo. Ja. Keine Lüge. Okay. Sie nickt. Seit wann arbeitest du für die? 10 Monate. Ich hab für die gearbeitet. Bisher können wir stolpern. 10 Monate. Wie war das Bewerbungsverfahren? Bist du auf dich zugetreten? Oder sind die auf dich zugetreten? An meinem dritten Knastaufenthalt sind sie zu mir gekommen. Aber die Hälfte der Einheit dort war quasi Zellengenossen. Okay. Hattest du die Ware schon vorher oder haben sie dir die gegeben? Sie haben sie mir gegeben. Hätte ich gewusst, was das ist, hätte ich es abgelehnt. Und was hast du alles drin? Muskelzeug. Nur das? Eine Buchse. Und? Alter, irgend so ein Ding, damit ich so oft scheißen muss. Im Wald echt geil. Das ist ja schön, ich wusste, dass das kommt. Du hast 3-mal gefragt, beim 3. Mal wusste ich nicht mehr weiter. Okay. Sehr gut. Du willst mich zerlegen, oder was? Warte kurz mit dem Zerlegen, bin gleich wieder da. Ich stelle dir die Fragen. Was kannst du mir noch Sinnvolles erzählen? Wie seid ihr ausgerüstet? Du fragst mich aus und dann wirst du mich umbringen, Alter. Du bist ja genau wie wir. Ich breche ihn noch im Finger. Genau wie wir. Nur ein bisschen weicher. Welche Ausrüstung habt ihr? Sag mal, von dem du träumst. Zähl auf. Was denkst du denn, Alter? Ich breche noch einen Finger. Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Granaten, gepanzerte Fahrzeuge, irgendein fucking dicker Kram. Minen, Flammenwerfer, aber die sind selten dafür heiß begehrt, verstehst du? Ich glaube, so ein Flammenwerfer wäre auch was für dich. Weißt du, wie die schreien? Re. Genau so schreien die. Re. Okay, wo seid ihr stationiert? In welchen Stationen, was für eine Station warst du? An Anlagen, etc. Er zählt ein paar Sachen zögernd auf. Seine Erinnerung ist echt schwach. Es hat ihn wohl auch nicht immer interessiert, wo er das Gleiche machen sollte, wie sonst auch immer. Ja, er sagt die Wahrheit. Es ist wie gesagt verteilt an der nördlichen Grenze, wo es immer wieder mal Stress gibt. Gegen das russische Vaterland! Ist auch kein besonders großer Umkreis, aber ich meine, ne, hast ja mehrere Einheiten. Mhm.
Was sind das für Installationen? Wie sind die also, ne, sind die fest? Sind die stationär? Sind die eher modular aufgebaut? Was ist da drin? Wie sind die geschützt? Na, wir haben kaum richtige Lager. Das wird auf und ab gebaut. Muss genau wissen, dass wir dort sind. Gut, wie wird die Außenparametersicherung durchgeführt? Hä? Parametersicherung, wie wird sie ausgeführt? Hä? Ich breche meinen Finger. Wie sichert ihr euer Lager? Sag das doch gleich und brich mir nicht Finger noch fix. Da sind Drohnen. Oh, und stehen da Wache und da haben wir manchmal patrouillierende Leute, Fahrzeuge, Alter, wie sichert man so einen Scheiß? Unterschiedlich. Meistens haben wir nichts zu erwarten. Alter, das ist kein Krieg, den wir führen. Wir gehen irgendwo rein und schneiden Geschwüre raus. Oder brennen die raus, Mann. Gut. Ich guck einmal rüber zu dem Taschenelf. Brauchst du noch irgendwas? Dann wirklich. Dann einmal zu Jojo, fällt dir noch was ein? Sie. Meint dann nur, kennst du irgendjemanden, der mehr weiß? Jemanden, der jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt? Irgendwas hört man doch immer. Oh, so ein Scheiß hat mich nie interessiert. Ja, vielleicht der Hauptmann, aber ich denke auch nicht, dass er über viel weiß. Wo finden wir den Hauptmann jetzt? Bin ich Moses, wächst mir Gras aus dem Arsch? Wie viele Finger hat er noch? Das dürften nur noch zwei oder drei sein, ne? Na, ich glaube, er hat zwei Hände. Und ich glaube, yeah, du bist das bei vier oder fünf. Na gut, dann breche ich den Rest der Hand an der Rest der Hände an Finger an der Hand. Oh, ich bitte dann, dich, ich hoffe doch, du machst das nicht einzeln, sondern trittst einfach drauf. Nö, ich hab mir die schon immer genommen, so klick, klick, klick. Und das mache ich jetzt auch so. Vernünftig. Diese Zeitverschwendung. Aber gut, was war die Frage? Wo der Hauptmann sitzt jetzt. Wem der mehr wissen kann und irgendwas hat Kraber noch wegen des Hauptmanns gefragt. Du warst nicht abgehackt, aber ist okay. Alter, ich weiß nicht, wo der scheiß Hauptmann ist. Bin ich noch bei den Pissern? Irgendwo da im Norden in dem Umkreis werden sie sein. Hattet ihr keine weiteren Barschbefehle, die du kennst? Mann, Alter, sowas erfahre ich als letzter. Außerdem ist das 2 Monate her. Okay, ich tritt noch ein bisschen aus seiner Hand rum, die halt so wie jetzt alle gebrochene Finger hat. Fällt dir noch irgendwas ein, warum ich dich nicht umbringen sollte? Was du mir noch nicht gesagt, was du mir jetzt noch nicht gesagt hast. Nee, aber du hast so viel Spaß dran, du könntest dich halt direkt vorstellen, die würden dich mit Kusshand nehmen. Ich spuck ihn ihm ins Gesicht. Das ist ekelhaft. Jetzt hat er deine Keime, na toll. Meine Keime. Ja gut, wenn ich dann langsam mal sicher merke, dass ich nichts mehr aus ihm rauskriege. Ich fand's sehr ergiebig. Ja, doch, durchaus. Würde ich halt das Messer aus meinem Stiefel ziehen.
Jojo angucken und den, ne, ihr Pandasat angucken, also sprich TikTok angucken. Ihr könnt rausgehen. Kein Ding, Alter. Jojo lässt jetzt beide Zauber fallen, bleibt aber da. Ich nicht. Gut, du wirst wahrscheinlich etliche Schreie aus dem Raum hören, weil ich werde ihn jetzt ausweiten. Bald männisch. Sexy. Brutal, sexy und zärtlich, haben wir gesagt. Genau. Sprich, TikTok hängt irgendwann in der Ecke von dem Nebenraum, wiegt leicht hin und her. Und ich sag mal, das wird nicht allzu lange dauern. Der ist relativ schnell tot, wenn man anfängt, ihn auszuweiden. Ja. Der hält eh nichts mehr aus. Jojo genau, hält ihn auch nichts mehr. Die wird da jetzt... Ach so. Ja, das wird quasi ein Stich in den Bauchraum sein, dann einmal nach oben gehen, dann einmal die Gedärme raus und dann wird er auch definitiv tot sein. So viel Schaden, wie der hat, wird er sehr schnell tot sein bei den ganzen Fingern, die du ihm noch gebrochen hast. Naja, das habe ich jetzt mal nicht als Schaden gewählt. Lieber Milzbro, wenn auch du jemanden ausweiden möchtest, wende dich vertrauensvoll an Denninger. Er gibt Kurse. Ja. Prächtig. Ich sag mal, es ist ein kurzes Vergnügen, aber es ist immer noch ein Vergnügen. Jojo ja. Hält sich fern von dem Blut, meint irgendwann zu kabern, warte hier, bevor er rausgeht, Blut überströmt, wie er vermutlich ist. Nur, das ist eigentlich gar nicht so blutig, wenn du es richtig machst. Ich sag mal, er hat doch irgend so eine Fertigkeit fürs Tiere ausweiden, das ist schon okay. Okay. Ich weiß, wie ich mich dabei nicht dreckig mache. Naja, ich sag nur, normalerweise leben die Tiere nicht mehr, die du ausweidest, deswegen, Und ein Herzschlag und Arterien lässt Blut schon sehr, sehr spritzen. Und das Herz schlägt einfach nur ein Weilchen, deswegen. Ja, er muss sich so positionieren, dass er nur ein paar Tröpfchen abbekommt. Nicht mehr als das, was er vorhin, als er sein Gesicht zertrümmert und ich sowieso schon auf den Klamotten hatte. Also nicht viel mehr. Okay. So, dann werde ich mir Wechselklamotten aus dem Auto. Die habe ich mir schon vorher irgendwann mal aus dem Auto geholt. Sag ich jetzt einfach mal. Ansonsten dann, hätte Jojo sie dir geholt. Und dir ich gesagt, sag mal, du warst jetzt nicht sollst. Unbedingt in der Lage, so weit zu denken, aber Jojo kann sie dir geholt haben, easy. Ja, genau. Genau, ich wechsle, kann man anziehen und, Jojo geht irgendwann, ja doch, sie hat ja irgendwann die Zauber fallen lassen. Sie wartet einfach auch noch ein bisschen, bis sie sich wieder normalisiert hat. Das dauert ja immer ein bisschen, wenn sie ein paar Force 4 Zauber gewirkt hat. Diesmal nicht so lange. Ach, übrigens, Deli, wenn natürlich der Zauber fallen lässt, hast du natürlich beim Ausweiten bist du natürlich schon ein bisschen ungeschickter, weil wütender. Hm. Aber du hättest machst sie den, trotzdem nicht ganz sie so schmutzig. Hätte sie den Zauber nicht fallen gelassen, hätte ich den einfach nur umgebracht. Hä? Also, ne, hätte ich den einfach nur ach so, nett okay. Und gütlich umgebracht. Jetzt so war sie den ja, war ganz nett. Ja, halt. Aber... Hat sie nicht. Ich sag mal, das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst und das sollst du bitte. Sind wir doch mal ehrlich. Als er den Typen ausgewählt hat, das hat er schon ein bisschen deine Jiny getickelt, oder? Ja. Mhm. Sehr schön. Ach, was für eine nette Gesellschaft. Ich war. Na, Jojo ist irgendwann aus dem Raum rausgegangen, ist auch ziemlich ungerührt an dir vorbeigegangen. Zum Auto hat Kaban Wechselklamotten geholt, geht dann wieder in den Raum rein und ja, irgendwann geht sie dann auch wieder raus, wenn er fertig ist, sag ich mal, und sich nur noch umziehen will. Sie hat vielleicht auch noch irgendwie sowas wie Plastikfolie und Krams geholt, um dafür zu sorgen, die gröbsten Spuren zu beseitigen. Ja, der Typ. Und drückt Kaban das dann aber auch in die Hand und meint, sauber machst du selber. Jo, krieg ich hin. Ich bring den Kleinen schon mal hier weg, wenn er weg will. Ja, ich schreibe dem. Es ist mittlerweile dann relativ morgens wahrscheinlich, ne? Das hat ja eine ganze Weile gedauert. Ja, allein bis der Typ so weit war, dauerte das schon. Ja, es ist ja so früh am Morgen. Ja, dann ruf ich mal den Doc an. Was ist los mit dem? Moin. Entschuldigung. Sag mal, hast du Interesse, relativ frische Kunstmuskeln zu benutzen, zu besorgen? Also die selber,
Weißt du, wie der Bedarf an Kunstmuskeln ist? Weißt du, wie schlecht man Kunstmuskel wieder einbaut? Bei dir, das war ja eine Tortur. Das Zeug zu warten. Niemand will gebrauchte Kunstmuskeln, die fressen deinen Körper ja auf wie nichts. Da kannst du dir 5 andere Implantate reinbauen lassen. Gut. Ich muss auf jeden Fall jemanden unter die Erde, also ich habe hier einen Kunden dann für dich. Metatyp. Match. Wo? War doch Mensch, ne? Ist ja, denn ja. Die Adresse? Das ist ja am anderen Ende der Stadt. Was brauchst du, um ihn abzuholen? Körpern, du weißt, ich liebe dich, aber das meine ich nicht. Ich habe dort oben ungemütliche Sachen gehört. Hier unten, wo ich jetzt bin, ist die Polizeikontrolle öfter mal am Start, weil irgendwelche 2-Wochi-Typen sich ab und zu mal kleines Fechtchen liefern, wenn es auch nur ein kleines ist oder andere Dinge passieren, da fahre ich garantiert nicht mit irgendeinem Typen hier runter. Dafür hast du ja einen Leichenwagen, damit die dich nicht kontrollieren, beziehungsweise wir sagen ganz, der Typ ist tot. Mhm, und habe ich dann auch den offiziellen Auftrag gleich dabei? Meine ich. Ärgerlich. Körper, du weißt, ich liebe dich, mich auch, aber nicht von dort. Okay. Dann nicht. Dann schlaf gut weiter. Auch ein großer. Jo, ich leg auf. Piep. Ärgerlich. Also genau, Jo meinte ja, sie bringt den Kleinen schon mal weg. Mhm. Soll, nee, dein Auto kannst du dir selbst kommen lassen. Naja. Sie geht dann auch zu TikTok. Soll ich dich nach Hause bringen? Ja, ich glaube, der Abend war lang genug. Alles klar. Der Taschenlampe ist ein bisschen hellweiß in die Nase. Alles in Ordnung? Ja, kommt ja nicht alle Tage vor, so ein schönes Beisammensein. Aber endete geht. Alles ein bisschen rabiater. War nicht gemacht. Unbedingt abzusehen. Passt schon. Ja. Wir sind hier nicht bei den Teletubbies. Es hat Gründe. Ich denke mal, nachdem ich zumindest einen Teil der Story gehört habe, die du erzählt hast, kannst du das vielleicht sogar nachvollziehen. Ja. So ein bisschen. Weil was ich von dem gehört habe, wegen hier Flammenwerfer und langsam schreien und so. Das macht ein Bild. Hm. Aber ja. Okay. Dann kam ich mit Flubi mal in den Bumsbuddy. Jo, ich fahr zurück. Sie bringt dich nach Hause. Das ist so eine liebe Mutti-Figur. Ah nein, jetzt nicht mehr. Ja. Sie schreibt Kaba da noch eine Nachricht. Brauchst du noch irgendwas? Oder kommst du jetzt alleine klar? Ich habe Plastiktüten, hast du gesagt. Also so Plastikplane. Sie hat dir Säcke, also so undurchsichtige Plastiksäcke und alles, was du brauchst. Sie hat dir sogar Backofenreiniger und so einen Scheiß dahin gebracht und irgendwie Wasser, damit du das Blut in den Ausguss tun kannst und Backofenreiniger, damit du den Rest wegdingsen kannst. Ja, dann kommt das jetzt alles in irgendwelche schwarzen Tüten. Ich zerleg den halt an, ich weiß ja, wo man Gelenke und so weiter am besten zertrennt. Und also dementsprechend zerleg ich den jetzt. Du bist ein kräftiger Kerl. Genau, ja, und ich habe ja auch ein Messer. Sagt nochmal jemand, ich sei abartig. Nein, er macht nur, also er räumt ja nur auf. Ach so. Und ich meine, gerade so im Brustkorbbereich ist es ja nicht ganz so einfach, aber wenn man wütend ist und so ein schöner Tritt da einfach rein, das bricht ja auch alles kaputt und sauber macht, du hast ja Wechselklamotten. Den Brustkorb würde ich so ungefähr sogar in einem Stück lassen, aber kurz unter dem Brustkorb abschneiden, dann Hals abschneiden, Arme und Beine halt entfernen und die kann man dann ja schön in Tüten verpacken. So, und die Dinger kommen dann in den Schmuggelbehälter, dafür hat mein Wagen ja das ja.
Scheiße, du hast einen riesigen Schmuggel. Ist der gegen Schemsgriffe abgesichert? Ja. Das war gegen ja Schem- durchdacht. Ja, der sollte sowieso solche Sachen transportieren. Ob der jetzt halbes Rind und so weiter transportiert oder einen Menschen, das ist für den ja egal. Nein, Jutti. Wo bringst du denn den hin, also die Teile? Ich rufe dann jemanden den Doc an und sage, hier, bin in 5 Minuten bei dir, wenn ich kurz vor ihm bin. Achso, okay, ja, mit Teilen, das ist kein Ding. Jutti. Der packt die beste Laune haben. Der packt das halt in seinen... Ja, Entschuldigung. Der packt das dann in seinen Krematorium und ist gut. Ja, na klar. Der wird nicht die beste Laune haben. Du siehst auch, warum. Es gab halt tatsächlich mal so, ich nenne sie mal, freundschaftliches Gerangel zwischen den Kinderchen von Yegor und denen von Florina. Mhm. Also mit Maschinenpistolen. Beziehungsweise ihre Leute mit Maschinenpistolen und der Racheakt war dann, dass Yegor eine Armee von... Eine Armee ist übertrieben, ne? Also keine Ahnung, an spezifischen Stellen, wo ihre Leute halt sind, wichtigere Leute, so 8 Kinder losgeschickt hat mit Messern, die dann halt einfach rein sind und die Leute abgemessert haben von Kindern. Denkt man ja nichts Böses. Nice. Das wirbelt ja Staub auf sowas. Ja, das ist richtig. Ne? Ja, ich beantworte ihm das dann, die Säcke quasi. Und frage ihn, was er haben will dafür. Darfst du mal 400 abziehen? Kein Thema. Supi. Liegen die Verletzten bei dem überall rum? Oder woran sehe ich das, dass es hier übel abgeht? Nee. Ich meine, wenn du irgendwo langfährst und da hast du halt ein paar mehr, also echt viele Einschusslöcher irgendwo und da sind noch... Blutflecke, sowas geht ja nicht von heute auf morgen in den billigeren Gebieten und da sind einfach keine Leute und du hast Warnungen, manche Gebiete zu umfahren, dann kann man ja mal kurz nebenbei, während das Auto selbstständig fährt, gucken, was da war. Ah, okay. Das wird nicht direkt totgeschwiegen, aber es war jetzt nicht so unheimlich präsent für euch, weil man kümmert sich schon darum, dass die Stadt nicht gleich in Panik verfällt, nur weil da mal ein paar Leute vielleicht Fechterchen hatten. Ah, verstehe. Gut. Ja, Jojo wird dann, nachdem sie TikTok weggebracht hat, wird sie noch Babybrei besorgen. Und wird dann nach Hause fahren. Das danke, dass sie so darauf gewartet hat, dass sie ihn los war. Das wäre doch sehr peinlich gewesen. Das wäre so für mich? Ich dachte gerade eigentlich gar nicht erst daran, dass es für dich sein könnte, sondern eher so, okay, die hat gerade mit jemandem Menschen gefoltert und getötet. Jetzt kauft die Babybrei. Oh Gott. Ich muss sagen, sie hat noch dran gedacht als Spielerin. Das ist ja auch mal eine Leistung. Ich hatte es vergessen. Richtig. Du wirst Flatters noch erzählen, was abging insgesamt mit der Schmetterlingsgefügelten, ja. Benji-Magier-Adeptin und mit dem Typen. Ja. Und der wird dann irgendwann nochmal mit Kaban sprechen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Warum? Weil es 0 Uhr 8 ist. Wollt ihr aufhören? Oder sollen wir das noch machen? Wir machen das heute nicht mehr. Okay. Du kannst trotzdem deine Initiation spielen, dann kommt der halt, ich meine, der kann ja zwischendurch bei Kaban kommen, wenn du was auch immer tust. Das stimmt. Easy. Juli, dann würde ich sagen, hat noch jemand einen tollen Satz? Penis. Babybrei. Das sind zwar beides keine Sätze, kann ich aber gut mitleben. Penisbrei? Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Der Kaban müsste mal Selbstbeherrschung steigern.
oder so. Na gut. Also Danny hat ja irgendwann mal gesagt, nachdem er sich hier die Bills rausschießen hat lassen und so, dass er noch einmal was mit der 5. Krone machen will. Und weil ich da gefragt hatte, willst du dir mal irgendwann diesen Nachteil wegkaufen, den ich ja nur zugelassen habe, weil ich dachte, du bleibst hier sowieso nicht, du hässliches Schwein. So. Und Wannerzart kam halt auf die übelst gute Idee, da hier in meinem Hintergrund könnte ja auch mal was sein, so mit der 5. Entwäscher Kolonne. Deswegen 2-1. Nur so ein kleiner, und Kaban hat natürlich perfekt reagiert, hat heute Zurückhaltung bewiesen. Der hatte richtig Bock, der Junge, das ist ja auch schön. Und ja, also das Ding mit der Benji, das ist ja völlig, das lassen wir jetzt mal raus, darüber müssen wir nicht reden. Das habe ich ja eh nur gemacht, weil, weiß schon, so. So, jetzt also 5. Kolonne. Das wird gut, denn die nächste Zeit werden wir damit erstmal nichts zu tun haben. Das liegt auch daran, ich habe natürlich Daddy gefragt, was willst du denn jetzt eigentlich von denen? Was willst du denn mit denen machen? Willst du die Typen, die dein Dorf hier foltert haben, zerplatzen? Oder was ist los? Er meinte natürlich erst, ich möchte gerne die 5. Kolonne zu Fall bringen, also die gesamte. Und als ich dann 10 Minuten nach Atem rang, weil mein Lachanfall vorbei war, da hat man dann eine andere Idee. So, wenn ich jetzt aber sage, na gut, Daddy, dann mach mal was, kriege ich erstens, also mit TikTok ist es dann erst egal. Dann wäre der vermutlich wieder aufs Land gefahren, hätte erst gefragt, gibt's irgendwo noch was, 5. Kolonne? Na, hier gibt's schon was, aber willst du nicht Attacke? So. Ich meine, hätte mich nicht gestört, hätte ich dann halt gesagt, dann macht ihr jetzt, also macht ihr doch bitte mal einen neuen Charakter. So, ne? Weil so machen wir das halt, das geht ja alles nicht. Ich habe auch keinen Bock auf so Landpartien und dann ist da nur so ein Lager und selbst wenn das zerplatzt durch einen tollen Plan, das ist einfach übelst lame. Ich bin ein städtischeres Kind, hab keinen Bock auf so Kacke. Ich finde, man kann auch nichts machen auf dem Land so, wenn da niemand ist. Das ist übelst langweilig. Wie auch immer. Zweiter Punkt. Das kann man hier noch ganz kurz am Ende. Jojo hat gesagt, Initiation. So. Die haben hier gespielt. Und zwar ohne Aufnahme. Erstens wollte ich ja ein bisschen was aufholen. Also so an Folgen. Und zweitens, bitte, Leute. Ich weiß doch selbst nicht, was da passiert ist. Es waren Dinge. Wenn ich jetzt Flumi fragen würde, was da passiert ist, pff, Junge, da war einiges los. War auch anstrengend. Also jetzt vor allen Dingen für mich. Das muss man auch nicht aufnehmen. Letzten Endes, sie hat die Geisterprolette, die immer die Köpfe gebracht hat und das nicht mehr tut, quasi befreit. Die war kein richtiger Geist. Also die Geisterprolette war kein richtiger Geist. Die war so ein... Das kommt aus Jojos Tradition, pass auf. Wenn du jemanden Gedanken fickst, also zum Beispiel mit einem Beherrschungszauber oder mit einem Assist, was ja bei ihr gemacht wurde, dann ist ja dieser komische Seelenscheißer, der ist verkrüppelt. So, ne? Weil sich halt nicht alles so entwickelt hat, wie es eigentlich sein soll, sondern wurde ja eingegriffen von Menschenhand oder auch meinetwegen in anderen Fällen Geisterhand. Beeinflussen, also die Geisterkraft beeinflussen ist ja auch so ein Fall. So. Und wenn das verkrüppelt, dann kann das sein, dass sich da Müll abspaltet. Und der Müll, der war quasi immer die Geisterbroulette. So. Jojo ist also losgezogen und hat gesagt, na, die macht doch jetzt los, oder was? Und das heißt, man musste den Müll noch mit Resten füllen. Die Reste kamen jetzt natürlich von Jojo. Die sind also jetzt in Eternal Love verbunden. Was heißt das? Das wäre, also bin mir auch noch nicht sicher. Aber es heißt auch, dass das jetzt ein freier Geist ist. So. Die kann ja jetzt machen, was sie will. Und die wird nicht so super häufig auf der Erde herumwandeln, weil die Leute sie öfter mal zerplatzen werden, weil die ja, die ist ja sehr neugierig. Und Neugier ist ja je nachdem problematisch. Ne? Punkt 1. Punkt 2 ist, die ist nicht so toll. Also der Geist ist jetzt nicht überkrass. Punkt 3. Irgendwas war, glaube ich, dass Jojo für die verantwortlich ist oder so. Ach, keine Ahnung. Irgendwas war auf jeden Fall. Das ist echt schon eine Weile her und ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben, also wollte ich es offenbar nie wieder benutzen.
Was heißt das spielmechanisch? Ja gut, es heißt folgendes. Regeln sind ja erstmal, ne, das ist erstmal klar. Jojo konnte ja mal beschwören. Also die hatte es ja auf 1 gehabt und die konnte Geister beschwören, 5 Typen. Und ich habe so ein paar Geisterkräfte sind einfach übelst nervig als Spielleiter. Also ich finde Schamanen müssten ganz viel mit Geistern zu tun haben, aber die Geister, die sind halt, ja gut, man kann 4 schöne Sachen mit denen machen auch, weil ich finde, dass gerade beim Schamanismus, du handelst ja was mit dem Geist aus. Und wenn du 3 Dienste hast, dann heißt das für mich aber auch, du hast trotzdem noch was abzugeben, also an Arbeit, die du dann für ihn verrichtest. Auch wenn es kleine Sachen sind, das ist schon ganz witzig. Aber trotzdem, Geister sind halt, bah! Und Jojo, also Flumi hat jetzt auch keine Metamagie gefunden, die irgendwie bei Jojo passt. Also das, was ich immer als erstes sagen würde, natürlich nimmst du Maskierung, geht natürlich bei Jojo nicht. Nee. So, das heißt, die kann jetzt keine Geister mehr beschwören, außer der Geisterprolette. Man muss sich das quasi so vorstellen, die Geisterprolette ist halt noch übelst schwach und Jojo gibt ja quasi dann einen Teil Energie aus der wunderweiten Welt des Astralraums. Und je mehr sie halt geben kann, desto krasser wird die halt. Also die kannst du normal beschwören als Geist, die dann eine Force hat, die du halt vorher bestimmst. So in der Richtung. Und die ist, ich sag mal, die ist jetzt nicht direkt eindimensional. Aber beim fröhlichen Versteckspiel willst du die auch nicht rufen. Wenn die kommt, dann heißt das für mich, okay, es wird Blutbad geben. Die hatte zum Beispiel auch den Nachteil hier, dass sie Berserker hat, die als Nachteil, genau. Also wenn sie Blut sieht, dann hört sie auch nicht uff. Außer natürlich, wenn, na egal. So, das ist also das. Und weil das natürlich jetzt, also das ist keine tolle Metamagie, du kannst nur noch die rufen und die kann nur schnetzeln. Das muss ich ja zugestehen, ne? Vor allem, weil ich auch noch sowas gesagt habe, ja, Verschleierung natürlich nur für sich selbst, nicht für andere Leute, ist ja ekelhaft. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, wir machen das folgendermaßen. Die Alte fungiert als ein Aufrechterhaltungsfokus, also ein Zauberspeicher. Aber ich weiß gar nicht, wie die SF5-Regeln dazu sind, na egal. Stundenmagie kann den Zauber aufrechterhalten. Nur bis zu Jojos Magiekraftstufe. Und die ist dann immer sichtbar, also die Prolette. Und zwar in unmittelbarer Nähe von Jojo. Das heißt, auch den Teilaspekt kannst du nicht benutzen, wenn du auf der lustigen Schleichfahrt bist. Denn, naja, die rennt dann halt neben dir rum und beziehungsweise eher neben dem Zauber. Na egal. Also es ist meiner Ansicht nach einigermaßen balanced. Das ist ja wichtig, denn wie gesagt, Geister. Bah! So. Das war's so ungefähr. Bitte fragt nicht, was bei der Initiation war. Ist einfach alles verwirrend. Ich kann es nicht. Ich will auch nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf Kaban. Und die 5. Kolonne. Also auf die erstmal nicht. Aber auf Kaban. Sehr gut. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und das Outro-Lied ist von The Cheese Mites mit dem Titel She's My Own Penis Garage. Das Videobild ist von Evil Chibi mit dem Titel Doomsday. Aller recht, ja, scheiß in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, Kleingeil Mills Bros.